Jeden Scheiß stellt er ein, aber nicht das, was ich erst so. Aber ich muss mal laufen. Ich will mir gerade noch ein bisschen was testweise so, oben, weil er jeden Scheiß. Jeden Scheiß macht, aber das, was er soll, nicht. Kannst du das mal wieder rauswerfen, bitte? Jetzt steht da immer, spielt OBS. Ja, ich spiele OBS nicht. Geh weg, es war nur ein Test. Es war nur ein Test. Jetzt aber nicht mehr raum. Mal eben das neu starten hier. Mal noch mal. Okay, scheiß nicht mehr löschen. Da testest du was, du kannst es nicht mehr löschen. Ich mache alles, was du sagst. Was? Ich bin gleich geistig anwesend. Ich bin gleich anwesend. Deaktivieren sagt, dann mein ich deaktivieren, du dummes Programm. Das sage ich schon mit Absicht. Was ist das für ein Quatsch? Was ist das für ein Quatsch? Ich krieg's nicht mehr raus. Warum kriege ich das nicht mehr raus? Handy. Ganz kurz was im Handy gucken, ob ich da weiterkomme. Muss ja eh. Also, ich, richtig lustigen kann ich erst, wenn Sophie da ist. Ich weiß gar nicht, wann Sophie kommt. Weil Sophie will es ja sehen. Sophie will es erklärt haben, wie man das Event schafft. Jetzt warte mal schnell. Ach, kann ich so lange noch hier rumfummeln? Einstellung. Irgendwo. Ja, bla 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 bla. Ha, da. Hä, in der App kriege ich es gar nicht raus? Oh, ey, ich
Verrecke, jetzt muss ich das nachher wieder suchen. Muss ich das wieder suchen? Warum ist denn das hier nirgends drin? Okay, I don't get it. I don't get it. Boah, was war das denn? Sophie hat gesehen, dass ich online bin. Das ist echt toll. Noch toller wäre, wenn sie dann auch kommen würde und sich das angucken würde. Alter Walter. Was war das? Was ist das, besser gesagt? In 10 Minuten ist er zu Hause. Okay. Habe ich jetzt so komische, super saure Erdbeere hingeworfen. Sie sind 10 Minuten zu Hause. In 10 Minuten mache ich noch nicht viel. Also, das ist das Eventfeld. Da geht's wieder los. Immer das Gleiche. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Es gibt immer unterschiedliche Items, die man braucht, um diese Wolken freizulegen. Es gibt aber auch Dinge, die immer oder zu 99% gleich bleiben. Die Statue kommt fast immer vor. Na, das und Zeug. Also es gibt halt Sachen, die einfach ähnlich sind oder gleich sind. Anni muss Haushalt machen. Okay. Der Anfang ist eigentlich relativ simpel. Am Anfang mache ich das, was man macht. Ich mache erstmal Platz. Was ich nicht mache und was ich auch nicht empfehle. Diese Eventgegenstände, also fangen wir vorne an. Es gibt zwei Arten von Aufgaben. Es gibt diese Aufgaben hier links, die man beiläufig erledigt. Und es gibt die Hauptaufgaben fürs Event hier oben, mit denen man die Gewinne kassiert. Für den ersten Gewinn beispielsweise, also für dieses Horus-Drachenei, zweimal, in meinem Fall, weil ich mein Portal auf Level 8 habe, brauche ich 3 Punkte. Das sieht man da in der Mitte, da steht nächste Belohnung 0 von 3. Das heißt, ich brauche 3 Eventpunkte. Die Eventpunkte bekomme ich von meinen Eventgegenständen. Das sind in dem Fall hier diese Äpfel. Das ist in jedem Event, gibt es da andere Eventgegenstände. Also die wiederholen sich auch, aber es gibt, weiß ich nicht, 8, 10, es gibt genug. Das sind halt die Eventgegenstände für dieses Event. Stufe 1 bringt mir einen Punkt. Ich könnte jetzt diese 3 Eventgegenstände einlösen und würde die erste Belohnung bekommen. Gut. Könnte cleverer sein, könnte die 3 merchen und damit einen Stufe 2 Eventgegenstand bekommen und könnte den einlösen. Dann würde ich die erste Belohnung bekommen und hätte noch einen Punkt weiter in der zweiten Belohnung freigeschaltet. Beides dumm. Beides ist einfach dumm. Aus dem einfachen Grund, Eventgegenstände immer in Fünferketten merchen. Es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich natürlich immer in Fünferketten merchen. Und Eventgegenstände nicht einlösen am Anfang des Spiels. Egal was man da findet, nicht einlösen. Egal wie verlockend das ist, dass man sich denkt, oh geil, 3 Punkte kriege ich easy, mache ich sofort, dann habe ich die Belohnung. Nein, einfach nein. Es macht keinen Sinn. Es kann sogar, je nachdem wie weit man das treibt, wenn man das bis zur Belohnung 3, 4, 5 oder so versuchen will zu treiben, kann es einem das ganze Event versauen. Weil man dann einfach am Ende nicht mehr genug Gegenstände hat. Und dann ist ekelhaft. Heißt, ich ignoriere die jetzt erstmal und schalte mir Land frei. So. Ich werde meinen ersten Drachen noch holen, das ist klar, wir brauchen den Drachen. Ich werde hier ein bisschen Herzchen farmen. Guck mal, da drüben kann ich gleich so freischalten. Jetzt ganz am Anfang bei den Lebensorbs kann man schon nochmal Dreier-Merges machen oder so. Da kommt es jetzt nicht. Das ist ja kein Weltuntergang, ne? So. Die hier merge ich zu einer Fünferkette. Aber ich löse diese Gegenstände nicht ein. Ich stelle mir die wieder auf Seite. Nicht einlösen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall einlösen. Wenn es aus Versehen passiert, ist es so. Sollte aber maximal mit einem Stufe 3 Gegenstand passieren. Also in einem Gegenstand drüber sollte man nicht unbedingt aus Versehen einlösen.
Ja, ich weiß es nicht, Lokon. Wie gesagt, wenn die App im Hintergrund nicht offen ist bei dir, kann das daran liegen. Aha, aha. Sophie ist auch noch auf dem Weg und mir läuft die Nase und ich glaube, ich habe nichts hier. Alter. Nee, gib mir mal eine Sekunde. Warum hänge ich eigentlich am Kabel? Das Kabel ist nirgends festgemacht. Das nirgends am Strom hängt. Wie viel? Also erstmal sind 310.000 und du brauchst 6 davon und du solltest die noch nicht merchen und noch nicht herstellen, denn es wird eine Aufgabe hier an der Seite geben, wo du das machen musst und das kannst du dann nicht mehr, wenn du sie vorher schon herstellst. Aber können wir vielleicht vorne anfangen? Sorry. Ich mache das auch für Sophie. Ja, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen, Lokon. Wirklich, wir müssen vorne anfangen. Es geht nicht anders. Ich mache es auch für Sophie. Die wichtigsten Sachen habe ich vorhin genannt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die Eventgegenstände nicht einlösen. Nicht einlösen. Es ist scheißegal, wie verlockend es ist, dass man die ersten Belohnungen sofort bekommt. Nicht einlösen. Einfach nicht einlösen. Alle Lebensblumen, die man bekommt, nur in Fünferketten-Merch. Ganz klar. Auch Eventgegenstände nach Möglichkeit nur in Fünferketten-Merchen. Ansonsten mache ich jetzt erstmal ein bisschen grob platzfrei. Mit den Sachen hier, also diese ganzen Grasbüschel, die braunen, blauen und grünen. Damit könnte ich mir jetzt hier leicht irgendwie Land freischalten. Aber wenn man mal hinguckt, die brauchen alle nur 1, 2, 3, schieß mich tot hier, 5, irgendwas. Nee, dafür opfere ich keinen, den ich schon freigeschaltet habe. Denn hier hinten kommen diese Grasdinger und brauchen auf einmal 50. Und wenn ich dann hier welche übrig habe, um da 5er-Merges zu machen und totes Land freizuschalten damit, dann spare ich mir einfach extrem viel an Orbs, die ich sonst hochjagen müsste. Deswegen setze ich die quasi jetzt nicht ein. Oder ich versuche zumindest zu vermeiden und mache das später. Guck mal hier, was ist da hinten? Wie viel braucht denn der? Ist egal. Ah ja, geh natürlich daneben. Warte, ich mache hier ein bisschen Tempo. Muss mal ganz kurz ein bisschen Land freischalten. Also das erste ist immer ein bisschen Land freischalten. 5er-Merges ignorieren, wenn ich hier 3er-Merges mache. Ich mache das jetzt, weil ich ein bisschen vorwärts kommen will. So. Keine Event-Gegenstände einlösen. So. Oberste Regel. Die Aufgaben hier an der Seite, das sind 10 Aufgaben, die sind immer exakt identisch. Die sind exakt identisch in der Reihenfolge, in der sie auftreten, in der Menge, was man macht. Sie sind in allem identisch. Die sind immer identisch. Da kann man sich komplett dran vorbeihangeln. Die erste, verschmelze 5 von irgendwas, passiert beiläufig. Macht man ganz automatisch. Ernte von Zwillingsblume ist der erste Zwischenstep, auf den wir hinarbeiten. Und heile Land passiert auch automatisch. Deswegen kann man die Aufgaben ignorieren. Ich muss mich nicht auf diese Aufgaben konzentrieren und da was machen. Oh. Knochen ist immer gut. Hier, Lebensblumen. Das heißt, ich konzentriere mich darauf, Lebensblumen zu machen. Ich konzentriere mich darauf, ein bisschen Land freizuschalten. Und ich ignoriere Aufgaben, Eventgegenstände. Das interessiert mich alles gar nicht. 265k ist schon mal gut. Ist schon mal gut. Jetzt liegt es ein bisschen an meiner Geduld. Wie hoch ich das jetzt mache, aber ich mache, glaube ich, nur einfach 2 blaue oder so. Und dann mache ich hier den Anfangsbereich mal frei. Das reicht ja. Muss man die machen? Die was? Muss man die was machen? Die Aufgaben an der Seite, oder was meinst du? Sobald ich weiß, was, kann ich dir antworten. Das
Das ist jetzt wieder hier meiner Ungeduld geschuldet, dass ich gerade ein Dreier gemacht habe. Das ist einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Die Task-Dings, okay. So, ich mache mir hier mal ein bisschen Platz kurz. Man muss diese Aufgaben nicht machen, weil du kriegst dafür keine Event-Gegenstände, also keine Event-Belohnungen. Aber wenn du sie machst, ey, geh weg, kriegst du die Belohnungen. Und die Belohnungen sind halt einfach geil. Ich weiß nicht, bei mir passt Bild noch. Die Belohnungen sind einfach echt geil. Also du kriegst die Eulenjungen Griffin-Eier nur aus den Events. Die kriegst du sonst nirgends. Die alten Quellen sind super selten und super teuer, wenn du die sonst irgendwo besorgen willst. Deswegen, ja, beste Möglichkeit, da ranzukommen. Und Goldener Baum brauchen wir nicht reden. Es ist auch super selten, da ranzukommen. Wenn man die Kette irgendwann vervollständigen will, sollte man das einfach machen. Und die Aufgaben spielen sich easy nebenbei. Ich muss mich da gar nicht drauf konzentrieren. Die spielen sich easy nebenbei. Ganz am Ende beachte ich die ein bisschen. Aber das ist überall, also die Aufgaben sind quasi das Grundgerüst, um das Spiel oder um das Event zu machen. Das macht gar keinen Sinn, sie nicht zu machen, weil wenn man das Event richtig spielt, macht man sie sowieso. Zack, zack, zack. So, ein bisschen Land hier oben auch frei machen. Ein paar Knochen, kriegen wir wieder Lebensblümschuss. Warte mal, bisschen noch mehr Knochen. Kannst ja nicht übertreiben, so. Was bringen die Quellen? Das muss ich ganz kurz wechseln. Warte, ich gehe ins Camp. Die Quellen, wenn du die weit genug hochlevelst. Nee, das ist der magische. Ja, wenn du die weit genug hochlevelst, bringen die dir immer geilere Obstbaumstufen. Also die bringen ganz am Anfang. Ganz am Anfang bringen die Obstbaum-Dingsbums hier Samen. Später bringen sie Setzlinge. Und ganz, ganz oben bringen sie halt schon einfach Stufe 3. Und ja, Obstbäume, super geiler Weg, um die Bohnenranke zu machen, um ein Wunder zu machen. Die Bohnenranke, saugeiles Wunder, geilstes Wunder wahrscheinlich, weil die immer wieder leuchtende Lebensblumen abwirft. Die wirft die halt ab und dann kannst du easy Lebensblumen merchen und das ist halt auch ein Riesenakt, die hoch zu leveln. Weil, ja, bis du da hinten landest, hast du viel zu tun. Deswegen habe ich auch so viele Bohnenranken, weil das halt ein echt leicht zu machendes Wunder ist. Ja, du kannst weiterspielen, aber ne, ich erkläre es nicht nochmal, Punkt. Alles, was ich jetzt erkläre, erkläre ich nicht nochmal, weil ich rede mir den Mund nicht dreimal fusselig. So, 5er Merch Blumen, wie gehabt. Da kann man freischalten. Zack. Zack. Nee, warte mal, das muss ich kurz anders lösen. Das muss ich kurz anders lösen. Muss ich mir eben freimachen da oben. Nein, 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 nein. So war das nicht gedacht. Wenn ich mit 5er Merchs Land freischalten kann, mache ich das natürlich. Wie gesagt, Ausnahme sind hier diese Grashalme-Dinger, weil die einfach begrenzt sind in der Anzahl. Und weil da nachher Felder kommen, die 50 wert sind und da wird es dann einfach schwieriger. Deswegen hebe ich mir die bis dahin auf. Die ganzen zusätzlichen Lebensblumen, die schmeiße ich alle raus. Brauche ich nicht. Meine beste Lebensblume ist, ich weiß nicht. Du stellst Fragen. Rutsch mal nicht hier rum, bitte. Das ist 12, das ist 13. Ich glaube, es ist 14. Ich glaube, es ist 14. Es müsste 14 sein. Die stehen da aber auch schon ewig. Das dauert halt einfach ewig lang. Ich habe mich auch nicht mehr darauf konzentriert. Ich habe ja ewig nicht gespielt. Ich habe ja über ein Jahr nicht gespielt. Ich weiß nicht, warum es leckt. Bei mir ist alles okay. Warte mal kurz, Statistik. Wow. Okay, nee, passt. Ich dachte gerade, aber ich hatte ganz kurz Brain-Verzögerung. Aber nee, eigentlich sieht's okay aus. Wenn ich mir die Frames angucke. Eigentlich sieht's okay aus. Also bei mir scheint nichts mit Lag rauszugehen. Nach dem, was da steht.
So, was können wir noch machen? 5, 5, 5. Das hier, das ist der nächste ganz, ganz wichtige Punkt. Es gibt in jedem Event Gegenstände, von denen man diese Event-Gegenstände ernten kann, mit denen man die Punkte bekommt für die Belohnungen. Ganz am Anfang wird man viele Stufe 1 Gegenstände finden. Also, hier ist ja schon wieder eins, ne? Und da ist einer. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall zu Stufe 2 merchen. Denn ab Stufe 2 können die geerntet werden. Und wenn die geerntet werden können, dann ja, ernten die Drachen die ganze Zeit von diesen Dingern. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir müssen die Drachen dazu bewegen, dass sie den nur von den Lebensblumen ernten nachher. Und deswegen dürfen wir da kein Level 2 erzeugen. Tunlichst von fernhalten. So. Ein bisschen Ordnung reinbringen. Löschen ist auch eine ganz schlechte Idee. Löschen ist eine ganz schlechte Idee, weil das Problem nämlich ist, es ist in vielen Events, nicht in allen, aber ja, bestimmt 70-80% der Events so, dass man am Ende eine der höchsten Stufen braucht, um eine Wolke freizuschalten und teilweise noch totes Land freizuschalten, was man wiederum braucht, um die Sidequests zu erledigen. Und wenn du die am Anfang löschst, dann fehlt dir der Scheiß eventuell. Das ist nämlich in der Regel mit Ausnahme von, ich glaube, zweimal Level 1. Zweimal Level 1 ist, glaube ich, zu viel. Ist es abgezählt. Es ist exakt abgezählt und dann haut es nicht mehr hin. Dann hast du verschissen. Zumindest was halt jetzt Brunnen und so angeht. Und wie gesagt, also für mich ist Brunnen, diese Sidequest-Belohnung, ist für mich eine der geilsten Belohnungen hier, weil die Brunnen einfach echt super sind und man super schwer rankommt. Ja, ist aber so, ich wiederhol's nur. Ist eine scheiß Idee, soll man nicht machen. Punkt. Du willst wissen, wie man spielt und so spielt man's nicht. Man löscht die Sachen nicht, ganz einfach. Man löscht die Sachen nicht. Punkt. Um. Nicht in dieser Phase des Events. Weil du nie weißt, was du daher noch brauchst oder nicht brauchst. Da sind Schlösser hinter Schlössern, wo du nicht weißt, was kommt. Teilweise wird es zwar in Listen veröffentlicht auf Facebook, die stimmen aber auch nicht immer. Deswegen würde ich mich da auch nie 100% drauf verlassen. Also löschen am Anfang ist einfach eine schlechte Idee. Ist so. Ist so. So. Die Sterne werfen immer schön blaue Dinger ab, das ist gut. Wenn man Glück hat, auch hier Lebensblumenkeime. Wo sind wir denn jetzt? Im 10er-Bereich? Ja, im 10er-Bereich können wir noch kurz machen. Dann machen wir gleich grün. Ja, wir machen hier zwei grüne. Und dann. Ja, setzt dein Äpfelchen ab. Geh mal hier Lebensblumen. Genauso wie die Sachen hier, die Gegenstände abwerfen. Ja, also verteilen mache ich nicht. Und dann gibt es die verteilt werden. Die kann man natürlich ernten für Lebens. Da kommt man nicht drum rum. Die muss man einfach abernten. Das ist halt so, weil das macht der Drache sowieso früher oder später automatisch. Und man braucht ja die Gegenstände. Deswegen, ja, ist halt so. So, dann kommt der zweite Drache immer relativ früh zum Vorschein. Da haben wir ein Ei. Wo sind die anderen zwei? Wo sind sie? Wo sind sie? Da, die anderen zwei sind diesmal dicht beisammen hier oben. Im 50er-Bereich immer. Kommen wir gut hin. Kommen wir gut hin. So. Mach das mal schneller hier, Junge. Bisschen vorwärts. Man muss halt am Anfang einfach ein bisschen Zeit und, ja, Zeit investieren und das Ganze ein bisschen logisch angehen. Und dann ist gut. Dann kann man es laufen lassen. Aber die Zeit muss man am Anfang investieren. Man kann auch einfach irgendeinen Quatsch drauf losspielen, aber dann hat man das ganze Wochenende immer wieder gespielt und hat am Ende, ja, quasi nicht viel bekommen. Deswegen investiere ich die Zeit lieber am Anfang gleich richtig. So, haben wir noch keine Setzlinge, ne? Egal. Ja, noch ein bisschen landfrei. Auch ein bisschen landfrei, dass wir hier besser arbeiten können. Oh ja, das war ein Versehen. Das war ein Versehen, das haben wir nicht gesehen. Das ist unschön, wenn das passiert.
Bricht mir jetzt aber nicht das Genick. Bricht mir nicht das Genick. Geht schon, das schaffe ich. Aber wir können wieder Lebensblumen machen. Wir können da unten wieder. Zack, zack. Weil das ist halt Prio Nummer 1. Lebensblumen machen. Die erste Prio ist Lebensblume Level 5 zu machen für die Sidequest. Das geht am Anfang sowieso nebenbei und Level 6 dauert halt ein bisschen. Aber macht erst diese Sidequest weg. Wie gesagt, ergibt sich automatisch. Ergibt sich einfach automatisch. Hi vom Laptop. Zurück. Zurück Hi an den Laptop. Hier kommen die Samen. Die lasse ich von alleine aufgehen. Die merge ich nicht. Weil wenn die von alleine aufgehen, habe ich gleich 5 von meinen Setzlingen. Und dann komme ich wieder leichter an die Lebensblumenkeime ran. So. Blumen. Die kann ich merchen. Bevor ich die merche, gucke ich mich noch ganz kurz um, ob ich die irgendwo brauche. Aber es sieht nicht so aus. Dann können wir die auch machen. Und die brauche ich auch nicht. So. Und dann brauche ich aber die blaue. Nur die Frage, mache ich das schon? Oder brauche ich später noch was anderes? Aber ich gehe das Risiko jetzt ein. Muss man sich überlegen, ob man das Risiko eingeht. Muss man sich einfach überlegen. Kann sein, dass man zur Not auf den Shop zurückgreifen muss und sich dann hier irgend sowas kaufen muss. Wenn man das nicht intelligent gewählt hat. Aber normalerweise, also eigentlich ist es so, wenn du irgendeinen Gegenstand brauchst für eine Wolke, kommt danach maximal ein weiterentwickelter Gegenstand. Also es kommt nicht nochmal eine Stufe von davor. Das macht tatsächlich dann keinen Sinn. Was sind das? 500er Felder? Ja, das ist ja eine geile Scheiße. Egal, wir können da oben den Event-Gegenstand, das können wir machen mit einem 5er-Merch. Und dann kriegen wir die beide frei. Müssen wir gar keine 500 Punkte investieren, erst recht keine 2000. Moin, moin, Anja. Also das hier easy peasy. Hier drüben können wir ein paar Knochen anlegen. Zack, Lebensblumen ohne Ende. 5er-Merch. Immer brav 5er-Merch reinhauen. Zack, wieder. So, dann fehlt uns da nochmal eine. Müssen wir auch ein bisschen sortieren. Das dauert übrigens hier mit diesen Samen immer eine ganze Weile. Es dauert auf dem Eventfeld länger als auf der Farm. Also deutlich länger sogar. Aber es passiert irgendwann. Irgendwann passiert's. Habe ich da noch so ein Äpfelchen? Ja. Können wir noch ein bisschen weiter freischalten. Ein bisschen Raum gewinnen. Und wenn wir dann an den 50ern sind. Genau, jetzt sind wir an den 50ern. Jetzt können wir unser Gras hier unten auch opfern. Jetzt können wir das Opfer bringen, können sagen wir nehmen die, machen damit die 50er hier oben frei. Easy. Easy going. Ja, guck, jetzt kommen die Samen. Jetzt kommen sie. Einer nach Mandon. Ich hab doch bestimmt irgendwo... Nee, Knochen muss ich da keine mehr machen. Dann mach hier die weg. So. Dann haben wir hier nochmal 5er-Merch. Zack. Wieder 5-mal Lebensblume. Packen wir darüber. Die packen wir auch mal darüber. Den Drachen ignoriere ich im Moment so ein bisschen. Ich mache mehr so Sword. So, jetzt kann ich die verbinden. Und jetzt habe ich 2 junge Obstbäume. Und die jungen Obstbäume werfen diese Lebensblumenkeime ab. Deswegen stelle ich mir die so auf, dass rundherum einmal komplett frei ist. Das hier ist komplett rumfrei, da ist komplett rumfrei. Und dann können die das abwerfen. Ich werde die gleich nochmal ein bisschen verschieben an einen sinnvolleren Ort. Hier, den kann ich mal da runterschieben, dass die mir nicht so im Weg sind. Damit kann ich da drüben das noch freischalten. Dann haben wir wieder 5. Zack. Also es zieht sich zwar ein bisschen, aber es ist machbar. So, Lebensobst ist jetzt nicht so ganz entscheidend, wie sehr ich darauf achte, ob das 3er, 5er oder sonst was sind. Das, ja, ist am Anfang jetzt nicht die Welt, was da kaputt geht. Upsi, die Blume wollte ich nicht haben. Aber klar, wenn ich kann, mache ich auch da 5er. Münze? Hier drin vielleicht? Nee. Manchmal habe ich doch Münzen einfach rumliegen. Jetzt habe ich gerade keine Münze, also kann ich das nicht wegmachen. Das macht ja nichts. Wir können das freimachen. Wir können das freimachen. Stück für Stück für Stück.
Die haben wir gesagt, können wir opfern für neue Lebensblumen. Also Keime, ist ja wurscht. Wir wissen, was gemeint ist. Warum brummt mein Handy? Eventgegenstände bitte nur im 5er merchen. Zack. Da unten. Nein! Oh, ich habe nicht gesehen, dass da noch ein dritter ist. Ist egal. Das, also, ne, wenn das mal passiert, ist jetzt nicht. Ist jetzt nichts Schlimmes. Moin, moin, Emi. Ja, ist schön Low Ground. Musst du halt das VOD gucken, kann ich dir nicht helfen. Ich werde jetzt nicht pausieren, nur weil du telefonierst. Ups, der Baum muss stehen bleiben. Der Baum muss stehen bleiben. Zack. Zack. Also alles Schema F gerade. Einfach eins nach dem anderen stupide runterarbeiten. Was haben wir denn da hinten? Guck mal hier. Der wartet nur drauf. Der wartet nur drauf, dass ich mit meinen blöden Keimen ankomme. Das dauert auch, bis die jungen Obstbäume was abwerfen. Gefühlt geht es manchmal schneller, wenn man das Tablet alleine lässt. Ich werde deswegen jetzt nicht mein Tablet einfach hier stehen lassen und aufhören zu spielen. Ich habe ja eh noch hier... Oh, Black Screen. Kommt mit Sicherheit gleich wieder. Muss ich noch mal das Kabel rausziehen. Hi, Ella. Ich habe ja eh noch hier mein Zeug. So, gucken wir da. Was sind wir denn? 4? Wir haben nur 4, gell? Wir haben auch keine Tote, nee. Bei diesen Goblin-Höhlen. Oh, Mist. Warte, ich korrigiere. Ich korrigiere mein Fail. Da, bei den Goblin-Höhlen ist es so, dass man aufpassen muss, dass die Drachen die Goblin-Höhle nicht vernichten, bevor man sie angetippt hat. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich sie antippe, kommt der Goblin raus. Wenn sie die Höhle vorher vernichten, kommt der Goblin nicht raus. Ich brauche aber den Goblin und muss den Goblin töten, weil... Sehen wir gleich. Ja, Ella, ich erkläre das Event für Sophie und Lowground, wobei Sophie gar nicht da ist, aber ja, da kann ich jetzt nicht ewig drauf warten. So, jetzt hier Goblin töten. Und zeigt mir, warum wir das tun müssen. Mhm. Weil wenn der Goblin tot ist, irgendwann mal... Komm schon. Ja, noch zweimal. Zack. Bemühe dich. Wenn der Goblin tot ist, wirft er so einen geilen Käse ab. Merkwürdiger Blaukäse. Und der Blaukäse wiederum, der kann geerntet werden. Und wenn man den erntest du den jetzt bitte? Wenn man den erntet? Kommt da so ein Zeug raus? Glühende Krümel. Daraus wird dann hier wieder eine Merchkette und ganz oft braucht man die Merchkette später nochmal für irgendeine Wolke oder sonst was. Deswegen zur Sicherheit lieber Goblin rausnehmen, Goblin vernichten, Käse haben. Hm. Auch der Käse muss manchmal für eine Wolke benutzt werden. So, dann können wir das hier noch freischalten. Das ist egal, das machen wir mal schnell im Dreier weg hier. Dann, ja, das will ich da unten gar nicht liegen haben. Zack, zack. Deine Geräteversion. Ja, dein Gerät ist für alles zu alt. Wirklich, Ella, es ist ekelhaft. Hier können wir wieder Lebensblumen merchen. Da kommen wir nämlich dem Ganzen schon ein Stück näher. Zack. Und jetzt haben wir nämlich schon 4 von denen. Das heißt, beim nächsten Rundgang können wir uns hier Ernte der Zwillingsblumenaufgabe widmen. Aber jetzt muss ich erstmal noch das freischalten, was geht. Ich verstehe nicht, warum ich keine Münzen frei habe. Vielleicht ist da eine drin. Nee, war ein Versuch wert. Manchmal ist in den Chests eine drin. Aber es ist merkwürdig, dass ich da gar keine habe. Sonst gammelt immer irgendwo eine rum, die ich nicht haben will. Egal. Backstein Handy. Ja, wirklich, dein Handy ist für nichts gut. Für gar nichts. Und jetzt hebe ich auch meine Orbs schon auf und warte noch. Ich brauche als erstes 16... Oh Mann, dieses... Geht mir auf diesen Keks hier. Ich brauche als erstes 16.000er Orbs. Auch nicht zwingend. Das muss man dann gucken, wie weit ich komme. Ich brauche manchmal 16.000er Orbs. Ist doch an.
damit ich meine Blume krieg. Hi, Sophie. Mein Ding hängt. Mein Ding hängt. So. Haben wir das hier alles? Das können wir freischalten. Ach komm, das können wir hier auch mal schnell in die Reihe stellen. Zack. Haben wir den Platz auch weg. Selbst ein Backstein ist besser als das Handy. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Wo kriegen wir jetzt noch was her? Jetzt warte mal schnell. Ich muss ein bisschen überlegen, wie ich da oben das am besten freischalte. Das hier schalte ich mit 5er von denen frei. Das sind nämlich 50er. Da verschwende ich keine Lebensorb-Punkte für. Das sehe ich gar nicht ein. Die scheiß Obstbäume haben immer noch nichts abgeworfen. Das ist manchmal, das ist super zäh. Super zäh, aber ich lasse jetzt da einen abgeworfen. Siehst du, ich maul ein bisschen rum. Wir haben wieder 2 Blumen, das können wir freischalten. Können wir wieder das machen. Bla. Achso, ich hätte den unten mitnehmen können. Geld ist eine Maschine bei der Arbeit. Macht nichts. Macht nichts. Und hier haben wir wieder von denen. Ich weiß gar nicht, habe ich da noch einen 5. Haben wir dann noch einen? Wir haben keinen mehr. Warum haben wir keinen mehr? Da ist noch einer, aber wie komme ich da hin? Auf jeden Fall komme ich nicht dahin, indem ich das da merge. Finger weg. Finger weg. Ich werde einfach ein paar Eventgegenstände verteilen und ausgraben. Upsi, der Baum kann da stehen bleiben. Zack. Die lasse ich immer schnell ernten. Und wir kommen dann gleich auch an den zweiten Drachen, dann wird es wieder ein bisschen einfacher. Also einfacher. Das ist ja auch so pupu einfach. So, dann kann ich die schon mal dahin machen. Dann kriege ich das Feld da oben frei, dann kriege ich daneben den Baum frei, dann kriege ich daneben das frei, daneben das frei. Das Dümmste aber ist, dass der Anschluss zum Aufladen kaputt ist und ich immer wieder neue Kabel kaufen muss. Lass mich raten. Mini-USB? Ich weiß nicht, wie oft ich mir mit Mini-USB kaputte Anschlüsse eingehandelt habe, weil die einfach reinrutschen oder sonst einen Scheiß machen. So, jetzt habe ich hier wieder 5, dann kann ich da wieder 2 Bäumchen machen. Ja, war klar. Also Mini-USB war echt die dümmste Erfindung ever, was Ladekabel angeht. Ich weiß nicht, was die sich da denken. Schnell sein, bevor der Drache das tötet. Drache, hör auf damit. Töte den Goblin. Töte den Goblin. Mich nervt es ein bisschen, dass ich keine einzige Münze habe. Ich könnte das da oben sofort freischalten und meinen Drachen kriegen, aber ich habe keine Münze. So, das ist der nächste Stinkekäse, den lege ich mal auf Seite. Ja, der kann nicht da liegen bleiben. Das Bäumchen stellen wir wieder irgendwo auf, wo es Platz hat um sich rum. Jetzt können wir die Höhle noch vernichten. Oh, Wassermarsch. Warte. Das ist momentan nicht ein einziges Ladekabel. Ja. Ich hatte tatsächlich ein altes Samsung mal zur Reparatur geschickt, weil der Anschluss im Arsch war. Wir haben es mir auch brav repariert. Eine Woche nachdem ich es zurück hatte, habe ich es fallen lassen, da war das Display kaputt. Und das war's dann mit dem Handy. Als frischeste Wasser überhaupt, Sophie. Fresh aufgedreht. So. Jetzt. Mal ein bisschen. Mal wieder ein bisschen Ordnung hier machen. Das sieht ja aus wie auf dem Müllhaufen. Guck mal, hier haben wir wieder 5. Dann kriegen wir die wieder zusammen. Das mit den Lebensblumen ist eine zähe Sache, ja. Muss ich nur mal schnell gucken. Ja, da kommen noch welche von denen. Das heißt, die darf ich noch nicht aufbrauchen. Nee, jetzt kann ich keine Bubbles zeigen. Wirklich nicht, Sophie. I'm sorry. Jetzt muss ich mich hier drauf konzentrieren, weil sonst komme ich nicht mehr hinterher und dann schaffe ich mein Event nicht. Ich muss jetzt erst diese Phase hier machen. Muss diese Phase machen. Ja, komm, ernte es mal schneller. Mach die mal weg einfach. Ja, danach ist gar kein Problem. Achso, ich habe da oben noch 2. Guck mal hier. Da habe ich noch eine. Haben wir wieder 5. Kommen wir unserem Ziel noch näher. Wir kommen unserem Ziel immer näher mit der richtigen Lebensblume. Ja, setz mal die Dinger ab. Und dann
Mann, dieser Münze. Ich will aber jetzt auch eigentlich keinen Lebensraub dafür opfern, weil ich geizig bin. Unnötig geizig eigentlich, weil es egal ist. Na, guck mal, das hier können wir noch zusammenhubbeln. Dann können wir die da hochstellen. Die können wir schnell darüber packen. Hauptsache nicht aus Versehen merchen. Immer hier so nach und nach und nach findet sich alles. Aber ich komme nicht rum. Das sind jetzt 64. Ich muss mal einen opfern hier. Hä? Schalte da das Ei frei? Ist der dumm? Ist mir egal. Kann er ja machen. Mir ging es ja schlussendlich um die Eier. Weil ich den zweiten Drachen wollte. Dann sind die Münzfelder eben liegen weiter darum. Das muss ich wieder abernten, weil das ernten sie sowieso. Und wenn sie es sowieso machen, sollen sie es halt machen. So, und jetzt kann ich das ganze Zeug hier mal da hochklatschen, weil das brauche ich jetzt da hinten. Möglichst ohne aus Versehen was zu merchen. Das wäre wünschenswert. Würde sich halt besser rankommen. Ich werde nicht jedes Mal wieder hier runtergehen. Zack, zack, nee, zack, zack, zack. Boah, das ist aber auch, ne? Schon nicht wenig, was heute zur Verfügung steht mit dem Kram. Warte mal, da haben wir noch zwei grüne. Da ist noch ein brauner. Blauer. Nein. Nein, nein, nein. Braun. Braun. Grün. So, und jetzt gucken wir nochmal schnell hier oben. Das wird das in 5er-Ketten wegmachen. Zack. So. Da haben wir noch eine. Wieder 5. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann machen wir die weg. Dann haben wir die blauen. Und so kommen wir halt auch wieder an Lebensblumen ohne Ende eigentlich. Naja, ohne Ende nicht, aber... wir kommen schon besser vorwärts. Das kann ich auch wegmachen hier. Komm mal hier. Kann man nochmal einen abernten, bitte? Den Watermelon Juicy Bomb weggekauft. Ja. Ganz ehrlich, ein bisschen abenteuerlich immer, was bei dir angeblich alles weggekauft wird. Also mir ist noch nie irgendwas weggekauft worden. Mir hat noch nie einer was vor der Nase weggekauft und erst recht nicht zweimal hintereinander vom gleichen Produkt im gleichen Laden. Ich glaube, du kannst bei Expressbestellungen übrigens auch angeben, dass du im Laden bezahlst. Ich war im DM und habe die Lion King Edition bekommen. Einfach so, wie ich wollte. Bin rein, hab gekauft, bin raus. So. Noch mehr Lebensblumen. Es geht schon. Es geht schon, man muss sich konzentrieren. Hier sind noch welche, das können wir wieder löschen. Die packen wir darüber. Hast du einen Eyeshadow Primer gekauft? Ich habe heute benutzt, ich fand den ganz gut. Ich fand den ganz angenehm. So, da wieder 5. Dann hier wieder 5. Nein, nicht der. Nein, ich soll Quatsch machen. Und wieder 5, noch mehr Lebensblumen. Also ich finde, auf dem Feld ist es mit Lebensblumen echt ganz gut. Gab schon schlimmere Felder. Ja, gab es echt schon schlimmere Felder. Ah, hier, guck mal, die kleinen, die habe ich. Zack. Können wir auch einen 5er machen. Andere Leute machen 3er, wir machen 5er. So, jetzt ist es so, hier brauchen wir das rote Bäumchen, das ist der Nachfolger von dem. Der da.
Ich könnte jetzt die zwei gelben, die ich habe, und den gelben mergen. Aber ich glaube, das ist eine dumme Idee. Ich habe im Gefühl, das ist eine dumme Idee, weil da ist noch ein gelber. Und irgendwie glaube ich, dass ich vielleicht später noch ein größeres Bäumchen brauche, weil hier auch noch ein größeres Bäumchen steht. Deswegen, ich lasse es mal noch. So wichtig ist es mir jetzt nicht, diese Wolke hier unten aufzumachen. Das macht für meinen Spielfortschritt, spielt es keine Rolle. Bitte mal noch einen, ich brauche da oben 5. Und dann kann ich das freimachen, dann kann ich den nächsten Goblin noch rausholen. So. Zack. Einschalten. Goblin. Komm. So. Damit können die sich beschäftigen. Ich beschäftige mich mit dem drumrum. Ah, blau können wir, glaube ich, jetzt auch machen. Genau. Hier. Und immer schön aufheben, die Eventgegenstände. Nicht einlösen, aufheben. Die blöden Dinger hier auf Seite schieben. Nicht mergen. Hier ist noch einer. Immer schön auf Seite schieben. Nicht löschen, nicht mergen, aufheben. Zack. Ist hier irgendwo noch ein... Ja, da oben. Da ist noch... Ah, das sind sogar zwei. Nein! Oh Mann, ist mir abgerutscht. Okay, war nicht geplant. Ich überlebe es. Jetzt. Jetzt ist Step-Dingsbums. Die hier darf man nicht mergen, weil... Ab Stufe 2, das wäre nämlich der Merch, der rauskommt, kann man die ernten. Und ich will nicht, dass die Drachen die ernten, weil die Drachen sollen jetzt keine Eventgegenstände ernten, die sollen Lebensblumen ernten. Und das machen sie halt nicht, wenn das Ding da ist. Sobald es auf dem Feld steht, ernten die das. Ich kann es blockieren, indem ich es einmal antippe und es ausgewählt ist. Aber das Problem ist, ich habe ja dann in der Regel 2 und ich kann nicht 2 markieren. Das heißt, ich müsste eins löschen, das könnte mir später fehlen. Das ist schon mal ein Problem. Und das andere, selbst wenn ich es markieren kann, dass sie da nicht ernten, dauert es, weil sie fliegen hin, stellen fest, sie können nicht ernten und fliegen wieder weg. Es ist einfach, es kostet Zeit. Aber jetzt kann ich schon mal den ersten Step machen. Und zwar haben wir jetzt 5 von denen. Das heißt, ich habe jetzt hier endlich meine 2... Boah, fast. Fast hätte ich Mist gebaut hier, gell? Habe ich mal so ein Lila? Ich habe jetzt hier meine 2 Level 5 Blumen. Und die lasse ich jetzt ernten. Ernte von Zwillingslebenblume ist eh eine Quest. Deswegen lasse ich die jetzt einfach davon ernten. Das können die jetzt brav nebenbei machen. Die werden dummerweise auch immer wieder hiervon ernten, weil das Ding halt da steht. Aber ich stelle das jetzt mal so und ja, markiere das mal aktuell, während ich Wasser trinke. Ich kann es nicht markieren, während ich arbeite, also während ich auf dem Spielfeld bin. Das heißt, ich kann sie momentan nicht davon abhalten. Ich könnte es jetzt löschen. Die blaue Lebensblume, aber ich brauche die noch für später, deswegen lasse ich es jetzt so laufen, dass die quasi, ja, sowohl von der als auch von der ernten. Das ist okay. Das geht mir in der Anfangsphase einfach ein, den Kompromiss. Ah, guck mal, eine Münze. Eine Münze! Warte mal, welche nehmen wir denn weg? 50, 50? Ja, die hier oben stressen mich mehr. Die nehme ich weg. So, die kann man einlösen, die kann man nicht. Das ist die Frage, das könnte ich... Mache ich das? Das kann ich eigentlich machen. Dann habe ich zwar weniger, die abwerfen, aber dafür zweites Level. Ah, guck mal, da ist noch eine Münze. Können wir das auch wegmachen? So, dann habe ich den Platz auch frei. Hier läuft jetzt gar nichts mehr. Ich weiß nicht, was gar nichts mehr im Kontext bedeutet. So, die stellen wir auf, die stellen wir auf. Da haben wir wieder Lebensblumen, Eventgegenstände, Käsetüdelü, noch mehr Eventgegenstände. Da haben wir auch gleich 5 beisammen. Einfach wegmerchen, damit man den Platz hat. Nicht den Drachen klauen. Und jetzt geht's nämlich dann demnächst in die nächste Phase. Also, weiterhin Lebensblumen. Das Ding. Hier kommen jetzt auch keine von diesen Buschdingern hier, von diesen Grasdingern mehr. Deswegen kann ich die übrigen, die ich habe, kann ich jetzt einfach noch merchen. In 5ern, in 3ern, egal wie, was ich halt weg damit. Wenn es 5er sind, sind es 5er, wenn es 3er sind, sind es 3er, aber ich glaube, ich habe jeweils nur 4 und kann keine 5er mehr machen. Ah ne, da habe ich 5, genau. Ich wollte gerade sagen, immer erst gucken. immer erst gucken.
Das kann ich auch mal zusammenpacken, dann nimmt es weniger Platz weg, solange ich noch einen Gegenstand habe, der so aussieht. Achso, von der Blume ernten sie natürlich auch. Okay, sollen sie alles machen. Die sollen ernten, was sie wollen. Ich komme schon zurecht. Zack, zack, zack. Das bringen wir dahin, das dahin. Hier ist auch noch ein blauer. Haben wir auch wieder 5. Ja, welcome back. So. Und schon wieder kriegen wir 2 Blumen. Zack, zack. Ja, jetzt im Moment ist es ein bisschen anstrengend, weil die Drachen jetzt von jedem Scheiß ernten an Blumen. Also alle unterschiedlichen. Aber guck mal, da war noch einer. So. Das heißt, wir haben die. Wir haben die. Einfacher und praktischer für mich wäre es jetzt, wenn ich die echt merge, lösche oder was auch immer. Aber es ist halt so. Ich könnte jetzt, also das mache ich wahrscheinlich auch. Ich tippe die jetzt einfach an, dann ernten die mir schneller die 200 Mal zusammen. Und ich brauche sowieso die Lebensorbs. Während ich parallel hier ein bisschen rumräume und für mich entscheide, was ich wo brauche. Das hier brauche ich eigentlich gar nicht mehr, aber ich gebe es mal noch auf. Man weiß nicht, ob nachher noch irgendwas in die Richtung kommt. Und dann bin ich nämlich wieder der Depp. Deine Tante hat angerufen. Okay. Das können wir noch ernten. So, hier, also ich werde, weiter werde ich jetzt auch nicht freischalten aktuell. Hier kommen jetzt diese toten Büsche. Die haben jetzt auch schon 500. Also wir sind jetzt im 500er Bereich. Den 500er Bereich fange ich nicht an. Aktuell. Eventuell fange ich den nachher an. Also nachher im Sinne von, wenn ich die 200 Dinger hier gemacht habe. Es kommt darauf an, wie viele Lebensblumen ich bis dahin zusammen habe. Daran mache ich das tatsächlich fest. Und dafür lasse ich die hier weiter rumstehen. Ein bisschen brüten. Sag hier, macht mal bitte die. Kümmert euch mal bitte einfach um die richtigen. Das will ich nicht haben. Das kann hier runter. Der kann darüber. Da haben wir wieder 5. Nein, hallo, ich will da hoch. Genau bis dahin hast du auch gespielt. Ja, weiter macht es auch erstmal keinen Sinn. Es macht unter Umständen gleich mehr Sinn, um an meine lila Blume zu kommen. Das ist von Event zu Event tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Normalerweise muss ich es freischalten. Ich hatte es das letzte Mal aber, dass ich es nicht musste. Das sage ich dann auch nicht nein, wenn ich es nicht muss. So, den Scheiß kann ich wieder hier drüben sammeln. Einfach mal raus aus dem... Es ist auch sinnvoller, jetzt die Lebensblumen hier hochzunehmen, wo ich ein bisschen mehr zusammenhängenden Freiraum habe. Weil hier unten ist es so zerstückelt. Das ist eher unangenehm. Aber das müssen wir halt nach und nach umräumen. So. Nehmen wir die auch mit da hoch. Die nehmen wir auch mit da hoch. Zack. Die nehmen wir mit hier runter. Aus dem Weg. Einfach aus dem Weg. Wie gesagt, ich merge die noch nicht, weil ich nicht weiß... Also ich könnte jetzt eine rote draus machen, aber ich weiß nicht, ob nachher noch ein höherer Baum kommt. Es scheint mir fast so, deswegen lasse ich es und vertraue da einfach mal auf mein Gefühl. Ist jetzt... Bringt mich nicht weiter. Ob ich die Wolke freimache oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Du hast nur eine Level 6 Lebensblume geholt, weil das sonst 5 Stunden gebraucht hätte. Ich brauche keine 5 Stunden. Ich spiele nie mehr als 2,5 und habe 2. Also, Punkt. Punkt, brauche ich nicht zu diskutieren, das braucht nicht mehr. Aber ja, eine reicht. Wenn du das Tablet dann in Ruhe lässt, reicht eine. Weil ansonsten ist es immer mühselig, die Drachen von Hand da abzulegen. Kannst du auch machen, aber ist halt nervig, ne? Ist halt einfach nervig. Die lasse ich jetzt hier stehen, die können noch weiter hier Keime abwerfen, nach und nach. Und da mal jetzt mal schnell die Aufgabe durch. Weil ich brauche sowieso. Ich brauche ja die Orbs. Ja, aber wenn du jetzt eine lila Lebensblume hast, kannst du das Tablet wegwerfen und liegen lassen. Theoretisch. Ich gehe aber davon aus, dass du diese Aufgabe hier nicht erledigt hast.
wenn du es ja so eilig hast. Und wenn du diese Aufgabe nicht erledigt hast, ist die Aufgabe links quasi schon komplett gescheitert. Weil das kannst du nicht mehr nachholen in der richtigen Reihenfolge. Ja. Das lässt sich nicht mehr wirklich beheben. Ja, für mich ergibt es automatisch, weil ich habe jetzt eh nichts. Ich kann kein Land freischalten, ich kann gerade nichts machen. Ich brauche Lebensorbs, also warum soll ich die jetzt nicht ernten und die Aufgabe erfüllen? Das ist ja Quatsch. Also ich muss ja nicht auf Krampf komm raus jetzt sagen, ich mache die Aufgabe nicht. Ach, die werfen halt so selten immer was ab, ne? Zickig. Zickige kleine Biester. Ach, diese Einzelfelder kann man auch immer besetzen, weil die stressen nachher. Wenn ich nachher die Drachen alleine arbeiten lasse, sind diese eingeschlossenen Einzelfelder total nervig, weil die merchen ja nie mit. Ja klar, bauen die jetzt zu zweit eine ab. Aber halt schon die lilafarbene. Du kriegst halt die Orange jetzt nicht mehr. Und die Aufgaben, die hier nachkommen, sind die Aufgaben, die du jetzt automatisch im Event zuerst erledigst, die du dann nachher nicht mehr erledigen kannst, weil du halt nicht zurück kannst. Du musst die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge machen, wie der Typ. Es ergibt sich automatisch. Das ist der Weg. Es ergibt sich automatisch. Ich brauche Orbs, ich besorge mir Orbs, ich erledige die Aufgabe im Vorbeigehen. Ja, sind wie gesagt, sind immer die gleichen Aufgaben, ist immer die gleiche Reihenfolge, an der man sich langhangeln kann. Die erste ignorieren, Land heilen, erstmal ignorieren, das macht sich alles von alleine. Und Zwillingsblumen, die mache ich halt fertig. Nach der Zwillingsblumenaufgabe kommt eine Aufgabe, dass ich diese toten Büsche ernten muss. 75 Mal. Da kommt es halt drauf an, ob ich die gleich erledige oder am Schluss. Also je nachdem, ob ich jetzt gleich noch Land freischalte oder nicht, mache ich die Aufgabe. Fange sie an, mache sie fertig. Das kommt drauf an, wie viel ich freischalte. Aber da gibt es auch keinen, ich muss die jetzt noch nicht fertig machen, weil ich mache die danach sowieso von alleine fertig. Und nach der Aufgabe mit dem Dings hier, ne, kommt irgendwann die Aufgabe, pass auf, kommt irgendwann die Aufgabe, dass man bitte 3 Lebensorb des Himmels herstellt. Ich muss sowieso 6 herstellen. Dadurch, dass ich 6 herstellen muss, hebe ich immer nur die Stufe 8 auf. Ich mache mir 15 Stufe 8 und hebe die alle auf, so lange, bis ich die Aufgabe hier links stehen habe, dass ich die machen soll. Beziehungsweise ich mache dann von den 15, mache ich manchmal einen 5er-Merch. Dann habe ich 2, dann schalte ich Land frei, dann mache ich die restlichen toten Büsche, wenn welche offen sind. Nicht immer ist die Aufgabe am Anfang abgeschlossen. Und dann, wenn die Aufgabe da ist, dass ich die 3 Lebensorbs machen soll, mache ich erst die übrigen 4 und habe die Aufgabe damit auch abgeschlossen. Weil das ist ja eine Aufgabe, die kannst du nie wieder nacharbeiten. Nie wieder. Du machst nicht mal eben noch 3 Lebensorbs des Himmels. Keine Chance, das machst du nicht zwischen Tür und Angel. Ja, guck mal hier, die haben wieder was abgeworfen. Hat ein bisschen gedauert, aber es ist was gekommen. Entschuldigung. Ich bin jetzt bei einer Stunde 4. Wenn das so weitergeht, brauche ich keine 2 Stunden. Hab die Aufgaben links erledigt, soweit wie es muss. Und kann mein Tablet danach in die Ecke werfen. Leider ist es dann halt auch blockiert. Ich kann dann kein Summoners War Chronicles spielen. Ich kann nichts anderes streamen. Aber ich habe schon angefangen mit Summoners War Chronicles. Also ich habe es schon auf einem anderen Tablet installiert. Damit ich wenigstens privat noch ein bisschen leveln kann oder mich durchlesen kann. Habe ich vorher noch mal angefangen, ein paar Sachen zu lesen. Aber es ist echt wahnsinnig komplex und kompliziert. Also crazy. Ja, die kommt hier oben nach der. Das müsste die obere sein. Die kommt in der oberen Reihe als Fortsetzung. Unten kommt immer heile Land, heile Land, heile Land. Und oben kommt dann irgendwann erschaffe Level 7 der aktuellen Eventfrucht. Oder des aktuellen Eventgegenstandes, das ist ja immer. Die Aufgabe ist auch immer gleich. Es ist halt immer Level 7 Gegenstand, den man machen muss. Auch das
mache ich in der Regel erst ganz am Ende, weil ich am Anfang nicht genug Gegenstände dafür habe. Und wenn ich mich darauf konzentrieren würde, das zu erschaffen, dann, ja, komme ich mit dem Rest nicht mehr hinterher. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, das sind 10, das können wir machen. Da haben wir noch einen grünen. So, jetzt sind wir schon bei 4x blau. Ziel ist jetzt erstmal, dass ich hier 2 16er kriege. Also, dass ich 5 rote habe und dann 2 blaue nochmal habe. Und dann halt entscheiden muss, jage ich einen 16er hoch, um hier genug Land freizuschalten, um so viel tote Bücher abzuernten, dass ich eine lila Blume kriege? Oder habe ich das vorher schon hinbekommen, weil ich genug Blumen halt bekommen habe? Und mache ich das nicht, dann kann ich einfach da schon laufen lassen und dann habe ich immerhin schon 2 blaue. Aber so oder so, ich brauche Lebensorbs. Ich brauche sie. Es ist wirklich, es ist stur, immer das gleiche Prinzip. Es ist exakt immer das gleiche, was ich mache. Bei jedem Event und das führt immer zwangsläufig zum Ziel. Ja, ich hatte. Normalerweise habe ich nicht den kleinen Obstbaum. Normalerweise habe ich nur die jungen Obstbäume. Aber es hat sich halt auf dem Feld jetzt ergeben. Ich hätte jetzt auch die 5 kleinen stehen lassen können, in der Hoffnung, dass es schneller geht. Aber ja, wir haben jetzt trotzdem die 2 gemacht. Mit den 5 kleinen geht es wahrscheinlich schneller. Und das Erwarten mache ich halt so lange, wie ich jetzt hier an den Pflanzen ernte. So lange, wie ich diese 200er-Quest mache, so lange warte ich das ab. Und dann gucke ich, ob es reicht oder nicht reicht und ob ich noch was freischalte. Beziehungsweise, bis ich 2 16.000er habe. Weil es lohnt sich hier nur, ein 16.000er hochzujagen. Ein 4.000er lohnt sich überhaupt nicht. Und was kommt nach dem 16er? Kommt da schon der 64er? 65er, ja. Der ist zu viel. Der ist zu viel, weil der schaltet nämlich dann so viel frei. Hör auf. Der 65er würde hier oben so viel freischalten, dass er höchstwahrscheinlich irgendwo so ein Level 2-Ding erwischt. Irgendwo ist immer so ganz fies. Da. Hier. Da ist so ein Level 2-Ding. Irgendwo ist immer ganz fies eins hinterlegt. Und wenn man das aus Versehen freischaltet, ist es zum Kotzen. Das heißt, ich werde auch, wenn ich mein 16er hochjage, mich tendenziell in die Richtung bewegen und nicht da hoch. Das kann man nicht ganz beeinflussen, aber so ein bisschen kann man es schon beeinflussen. Wo sind denn diesmal die Kugel ist da hinten? Hä? Was? Wo ist denn der Rest? Blöde Frage. Wo ist denn der Stern und wo ist denn das Nest? Warum? Ich bin blind. Ich bin blind. Stern und Nest? Oder sind die diesmal hinter den Wolken? Das hatte ich ja noch nie. Hast du Stern und Nest irgendwo gesehen? Ach da. Da ist das Nest. Mein Gott, ich bin echt blind. Okay. Da ist das Nest. Und da ist der Stern. Da ist er. Genau. Wenn die Kugel ein bisschen günstiger liegt, dann gehe ich ein bisschen anders vor im Event, weil ich mit der Kugel nämlich zwei, müssen wir mal schnell gucken, zwei, was bekomme ich dafür? Zwei 16.000er Orbs bekomme. Und dann spare ich mir nämlich ein bisschen was. So, machen wir da nochmal zwei. Upsi. Wollte ich nicht wegbewegen. Zack, zack. Bitte nicht diesen kleinen Scheiß ernten. Wie die halt immer drauf bestehen, dass sie das schlechteste ernten, was geht. Die sind eine Wissenschaft für sich teilweise, ja. Also wie gesagt, wenn man das einmal weiß, wie und in welcher Reihenfolge man das macht, kann man das einfach immer stur abarbeiten.
Aber wenn man das halt nicht weiß und irgendwie spielt und sich denkt, ja, ich sammle mal so einen Eventgegenstand ein, das ist cool und ah, da ist so eine Aufgabe und die mache ich jetzt einfach mal weg und konzentriere mich da drauf, dann hast du halt ganz schnell verschissen. Dann ist ganz schnell das Wochenende rum. Und du denkst dir so, ja, nee, bin gerade erst bei Belohnung 4. Ich habe irgendwie noch nichts fertig bekommen. Und weißt gar nicht so ganz, woran es liegt, weil du hast ja die ganze Zeit gespielt. Und dann fragt man sich natürlich, wie das funktionieren soll. Weil, wenn ich das ganze Wochenende spiele und ich trotzdem das nicht fertig bekommen habe, dann denke ich ja auch, hä, kann nicht sein. Passt doch was nicht. Aber was halt nicht passt, war die Art, wie man es gespielt hat. Nächste Quest. Ja, siehst du, da ist jetzt die Erschaffene eine sehr seltene Mondsternfrucht. Also das ist dann immer die nächste, die oben kommt im Einser-Bereich der Aufgaben. Wie gesagt, Standard. Standard, Standard, Standard. Bla bla bla. Die 200. Wie kommt man dann bis Stufe 16? Was meinst du mit Stufe 16? Was ist Stufe 16? Von was? Belohnungen Stufe 16 oder was? Nee. Hä? Was ist Stufe 16? Kennt keinen Kontext. Nee, nicht egal. Interessiert mich ja schon. Was für eine Stufe 16? Leute, macht bitte die hier. Ja, ich habe andere Eventbelohnung als du, weil mein Eventportal aufgewertet ist. Je höher das Eventportal aufgewertet ist, desto besser werden die Belohnungen. Also ich kriege auf Stufe 9 kriege ich auch noch mal andere Belohnungen, als ich jetzt habe. Deswegen sind meine ein bisschen anders als deine. Ja. Ja, ich bin auch schon ewig auf Stufe 8, weil ich mich da nicht mehr drauf konzentriert habe. Ich habe mich einfach nicht mehr um die Aufgaben gekümmert. Ich kümmere mich auch aktuell nicht um die Aufgaben, weil ich ja wirklich nur Event spiele. Sollte ich vielleicht irgendwann mal wieder tun. Das letzte Mal habe ich tatsächlich eine Aufgabe abgeschlossen. So, können wir hier zwei rote machen. Ah, one step after another. Zack. Zack. Dann haben wir die. Ja, ich werde wahrscheinlich freischalten müssen. Ich weiß es noch nicht. Es kommt darauf an, wie schnell ich jetzt die 16.000 da zusammenkriege. Das ist jetzt der Punkt, an dem es hängt. Wobei, ne? Ich mache wahrscheinlich auch nur eine lila Blume heute. Ich mache, glaube ich, auch nur eine lila Blume, weil ich dann hinten nicht hochjagen muss. Dann spare ich mir das. Dann spare ich mir zwei 16.000er Orbs und habe weniger Wartezeit nachher. Mein Tablet ist früher frei. Das fände ich ganz gut, ja. Ich glaube, das mache ich. Weil ich brauche eigentlich nur noch. Brauche eigentlich nur noch eine. Brauchen wir noch eine? Ja, das mache ich. Ja, ich muss keine 16.000er hochjagen. Ich bin gleich durch. Ich bin nach einer Stunde 14 gleich durch. Ja, stimmt. Wie bin ich eigentlich drauf gekommen, dass die Anfangsphase 2,5 Stunden dauert? Ich habe das letzte Mal auch nicht so lange gebraucht. So. Nächste Aufgabe. Von toten Pflanzen ernten. Da ist sie. 75 Mal. Die mache ich jetzt erst am Ende des Events. Genauso wie ich diese Aufgabe mit den drei Lebensorbs erst am Ende des Events mache. Weswegen ich die halt vorher nicht herstellen werde. Aber das sehen wir dann am Montag. Wenn ich das mache. Wobei Montag. Also entweder Montagabend oder Morgenabend. Das kommt drauf an.
Sollte ich bis morgen Abend schon durch sein mit den ganzen Sachen, dann kann ich das auch gleich morgen Abend fertig machen. Dann muss ich nicht bis Montag warten. Da gibt es dann keinen Grund zu. Hier, zack. So, durch mit der Nummer. Einfach durch mit der Nummer. So, da ist mein lila Blümchen. Das stelle ich jetzt hier mitten in den Weg. Gelb wird hochgejagt. Lila wird nochmal schnell weggemercht. Grün hier rüber. Die Eventgegenstände müssen wir noch schnell abernten. Das machen wir weg, dann haben wir Platz. Weil das machen die sowieso. Da ja, reden die nicht mit sich. Dann können wir es auch schnell absichtlich machen. Zack, zack. So. Die können dann weg, die Bäume. Die brauche ich nicht mehr. Die stelle ich mir... Also eigentlich könnte ich sie löschen, aber ich mache es halt nicht. Ich mache es nicht. Ich weiß immer nicht, was vielleicht schief geht. Das Ding lösche ich. Deswegen mache ich es nicht. So, grün, da hoch. Jetzt muss ich mir ein bisschen Platz hier wegschaufeln. Ich mache jetzt alles so weit wie möglich weg von den Blumen, damit die einfach so wenig wie möglich fliegen müssen. Wie mit den Bienen bei Heyday. Man muss den Weg zwischen den Büschen und so muss man kurz halten. Zwischen den Büschen und dem Bienenhaus. Das lade ich noch darunter. Das auch. Die Orbs lasse ich da oben. Wie gesagt, das lasse ich da, damit diese Einzelfelder besetzt sind. Da haue ich jetzt auch noch... Ja, nicht die zwei roten, das nervt mich. Da haue ich zwei blaue rein. So, dann sind die Einzelfelder auch besetzt. Und ansonsten ist jetzt hier frei. That's it. That's it. Mehr muss ich nicht machen. Also aktuell nicht. Ich muss am Ende nochmal eine Stunde, anderthalb spielen. Aber mehr muss ich nicht machen. Das ist eine Stunde 17 und ich habe am Anfang nicht gespielt. Also sagen wir eine Stunde 15. Eine Stunde 15 und danach kann ich das Spiel spielen lassen. Ich werde alle Aufgaben an der Seite lösen. Ich werde alle Belohnungen da oben bekommen, ohne Probleme. Jetzt mache ich gar nichts. Jetzt lasse ich das Tablet liegen. Mit Display on. Und gehe immer mal wieder hin, wenn quasi das ganze Land voll ist mit lila Orbs. Merge die zusammen, merge die immer weiter hoch und hoch und hoch. So lange, bis ich halt vom Stufe 8, Lebensorb der Seelen, 15 Stück habe. So lange mache ich das. So lange gammelt jetzt mein Tablet rum. Und wie lange das dauert, liegt halt an mir. Also ich müsste mal gucken, wie lange es dauert, bis das Feld voll ist. Dann kann ich ja, also wenn ich das einmal prüfe, ich kann ja gucken, was haben wir denn? 11.10 Uhr. Wenn ich das einmal prüfe, kann ich danach in regelmäßigen Runden, kann ich mir sogar einen Wecker stellen und hinlaufen. Aber ich mache tatsächlich immer so nach Gefühl. Es liegt dann irgendwo in der Ecke und ich gucke ab und an drauf und ja, wenn ich keinen Bock habe, dann liegt es auch mal 3-4 Stunden in der Ecke und dann habe ich es halt nicht gemacht und da geht natürlich Zeit verloren, deswegen dauert es mal länger, mal kürzer. Aber es dauert schon ein bisschen. Ja, jetzt ist eine gute Frage. Nee, jetzt ist perfekt. Jetzt mache ich tatsächlich noch 20 Minuten gar nichts vielleicht. Weiß ich nicht. Wenn es wen interessiert. Ja, wie gesagt, es dauert 1 bis 1,5 Tage. Und mit Tage meine ich von morgens bis abends, nicht nachts. Es gibt Leute, die lassen es nachts laufen. Das mache ich nicht, weil es sich nicht lohnt, weil das Feld so schnell voll ist, dass es die meiste Zeit nachts dann einfach mit vollem Feld da steht. Aber es geht relativ schnell eigentlich. Also ich kann dir ja sagen, wie lange ich jetzt brauche, bis das Feld voll ist. Und was ich dann immer aus einem Feld rausbekomme. Aber es ist das Gleiche, was du auch rausbekommst, ungefähr. Und es geht. Also es wirkt zäh, aber so in Summe, finde ich, geht's. Man muss halt die Zeit haben, A, das Tablet liegen zu lassen oder das Handy. Deswegen ist ein Zweitgerät für das Event eigentlich fast immer erforderlich.
Und man muss B, die Zeit haben, immer mal wieder hinzugehen und das zu merchen. Das sind die Zeiten, die man braucht. Wenn man das an einem Wochenende nicht hat, weil man unterwegs ist, weil man draußen ist, weil was weiß ich was, weil man sein Gerät für was anderes braucht, dann kann man es nicht spielen. Dann ist es so. Ernten die dann nicht weiter und babbeln? Nein, die ernten nicht weiter und babbeln. Die hören dann auf. Deswegen muss man das regelmäßig zusammen machen. Die Zeit muss man haben. Die hören dann tatsächlich auf zu ernten. Auf deinem Camp machen sie das ja auch nicht. Die ernten auch nicht weiter, wenn du das Spiel ausmachst. Deswegen muss es ja mit Display on liegen bleiben. Das ist halt die Krux an der Sache. Deswegen notfalls irgendein Schrott-Tablet oder sonst was, aber man braucht eigentlich ein Gerät, das man eingeschaltet auf der Seite liegen lassen kann. Ich meine, ich unterbreche das halt dann doch mal zwischendrin, wenn ich irgendwie... Also ich werde auch gleich nochmal Summoners War und sowas privat machen. Aber je mehr ich es halt unterbreche, desto länger dauert es, bis es fertig ist. Ich kann mal die Zeit tracken heute, wie lange ich brauche. Also wie gesagt, 11.10 Uhr als Ausgangspunkt. Und dann kann ich ja gucken, wann ich die 15 fertig habe, wie viele Stunden das tatsächlich in Summe bei mir dauert. Hallo Jonas! Ich bin gerade fertig. Und ich spiele auch tatsächlich nichts anderes, weil mein Tablet jetzt blockiert ist. Und weil in einer Viertelstunde MotoGP kommt. Und ich dachte schon, ich verpasse es, aber danke dir. Nö, ich war so schnell fertig, dass ich MotoGP gucken kann. Nee, in dem mache ich alle... Also, pass auf. Wenn die ganze Fläche lila voll ist, merge ich einmal komplett. Dann nehme ich keine Rücksicht drauf. Wie auch, es ist ja alles voll. Dann kommen ja die blauen, die hier. Und da versuche ich drauf zu achten, dass es 5er Ketten sind. Also ich mache natürlich nicht 5, 5, 5, sondern ich gucke dann, dass es 10 oder 25 sind. Das erkenne ich immer ganz gut an 5x5 oder 3x3 plus 1. Also ich gucke dann, dass ich es in 10er oder 25er Gruppen verbinde. Und danach halt in 5er, weil es dann einfach geht. Dann sind es ja nur noch ganz wenige. Es wird ja immer weniger. Aber ja. Also lila haue ich komplett zusammen. Da zähle ich nichts. Blau kann auch mal passieren, dass ich keinen Bock habe zu zählen. Gerade gegen Ende. Aber ich versuche das in 10er oder 25er Gruppen oder so dann zu machen. Ich bin noch ein paar Minuten da, wir können es hier ein bisschen laufen lassen. Wir sehen ja, was passiert. Ich habe auch schon, wenn ich Langeweile hatte, die Blume verrutscht. Weil ich mir immer dachte, nö, dann stelle ich halt die Blume um. Dann haben sie es nicht mehr ganz so weit bis zu dem freien Feld. Es bringt nicht viel. Es bringt wirklich nicht viel, aber auch das habe ich schon getan, um mir einzureden, dass es was bringt. Zu weit wegstellen bringt auch nichts. Weil sie halt dazu tendieren, das Zeug zueinander zu stellen. So. Wie sehr willst du deinen Becher auslöffeln? Ja. Das passiert eigentlich nicht immer. Das sollte nur ab und an passieren. Es sei denn, hast du Automerch noch irgendwie an? Wobei das im Event, glaube ich, im Event kann man es gar nicht ganz ausstellen. Aber mir, also bei mir passiert das eigentlich nicht so oft. Ich würde es jetzt gerne ausprobieren, aber ich lasse jetzt erstmal laufen. Und guck, wann es voll ist. Ja, es kann schon mal passieren. Ich versuche es zu vermeiden, indem ich nicht an einer Stelle merche, die sehr eng ist. Also, wenn ich jetzt beispielsweise die hier merchen würde, würde ich sie nicht unbedingt zwischen den beiden toten Feldern merchen. Sondern ich würde halt den ich dran setze zum merchen, also den hier zum Beispiel, eher hier hinschieben, wo ich weiß, ich habe drumherum viel Platz. You know what I mean? Ich würde den nicht hier hinschieben, wo ich weiß, es ist alles eingeengt. Dann passiert es nämlich eher. Ich schiebe den eher an so einen freien Raum, wo ich weiß, okay, daneben ist ein bisschen besser. Und auch wenn alles voll ist, dann habe ich ja keinen freien Raum. Aber dann halte ich mich lieber an so einer Stelle, wo Platz ist drumherum, als an einer Stelle, die eingeschränkt ist von totem Feld,
Oder so eine Stelle wie hier unten, die total verzwickt ist mit Feldern, die gar nicht belegt sind. Weil da passiert es super gerne und dann ist es auch echt ärgerlich. Ich versuche dann immer auf einer großen Fläche zu merchen. Und dann geht's eigentlich. Also ihr habt es nicht mehr, dass mir das so oft passiert, ne? Ja, Automerges muss man auch ausschalten. Ich weiß gar nicht, wofür es das gibt. Das ist das Erste, was man ausschalten muss. Wer das eingeschaltet hat, ja, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ach, Omi, bist du lustig. Mit Kopfhörern und Mütze und Gehstock. Aber sehr süß. Ja, ich kann halt jetzt leider nicht schneller machen, als sie da machen. Ich kann es noch nicht vorführen. Ich muss ja warten, bis das Feld voll ist. Sonst kriege ich nachher zu hören, das liegt daran, weil noch nicht so viele da waren. Die hier habe ich auch ignoriert. Das macht natürlich Sinn, das hier einzusammeln währenddessen, weil da kannst du mit dem Event auch viel machen. Aber ich bin zu faul. Ich bin zu faul für diese ganzen scheiß Belohnungen. Im Event. Ernte von magischen Mondpflanzen. Ja, das mache ich nachher sowieso. Also die Aufgabe zum Beispiel erledigt sich nachher von alleine. Das muss ich nämlich machen. Wieder was sich von alleine erledigt. Ist immer gut. Ja, ich weiß wirklich nicht, wie lange die brauchen, bis das Feld voll ist. Ich meine, es ja noch ungefähr noch dreimal. Noch 21 Minuten, das kann schon sein, ja. Ja, so eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde etwa, bis es voll ist. Das kann schon sein, ja. Das kann hinkommen. Ah, ich muss mal schnell Bescheid geben, dass ich MotoGP doch gucken kann. Ach so, nee, bringt nichts. Es ist 4 Uhr morgens bei dem. Ja, nee, den wecke ich jetzt nicht. Oh, ich habe heute wieder so ein süßes Foto vom Kater gemacht. Ich kann es aber leider nicht posten, weil, ja, mit dem Insta-Format ist es dann irgendwie doof. Weil es dann andersrum ist. Andersrum gefällt es mir nicht. Ah, ich schick's dir mal durch, Loki. Weil das ist echt süß. Ach man, jetzt hat das auch gedreht. Warum dreht das denn? Warum dreht das denn? Er soll es doch bitte nicht drehen. Ach so, weil es standardmäßig falsch gedreht ist. Jetzt hab ich's. Warte, jetzt kann ich's schicken. So rum gehört das Foto. Meinem Camp auch von diesen riesen Schädeln, die manchmal so Knochenhaufen droppen. Ja, da kriegt man ganz, ganz viel raus. Das war, ich habe dummerweise, dafür wechsle ich ganz kurz ins Camp, eine Aufgabe in einem meiner Portale. Hier, uralten Drachenschädel ernten oder antippen, ist ja scheißegal. Ja, ich habe aber keine uralten Drachenschädel mehr. Ich komme da auch nicht einfach so ran. Die gibt's halt bei mir nicht mehr. Und für das Portal muss ich gerade Wassermelonen 100 Mal machen. Das mache ich irgendwann mal, wenn ich die Muße habe. Ich meine, das ist ja schnell erledigt. Warte mal, Münzen. Hab ich doch. Ich habe doch Münzen. Was ist denn mein... Ja, egal. Mach ich noch einmal. Alles ein andermal. Aber ist gut, mein Feld ist ziemlich voll. Dann kann ich Sophie irgendwann noch zeigen. Oh, wollte ich auch nicht. Irgendwann noch zeigen, wie man babbelt. Weil das hat Sophie nicht verstanden mit dem Online-Video. Aber Sophie ist auch nicht mehr da, also kann ich es ihr jetzt nicht zeigen. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt gerade keine Lust zu babbeln. Das muss ich später machen. Das muss ich ihr später zeigen. Ja, babbeln ist auch wieder so ein Ding für sich. Das ist eigentlich total easy, aber wie viel Drachenmacht hat Sophie? Ja, letzte Mal so um deinen Dreh, also jetzt wahrscheinlich weniger als du. Sophie. 183. Sophie war nicht sehr aktiv. Guck mal hier, ich schick euch was. Sammel alle. Ja. Hau raus. Zack. Sophie war nicht sehr aktiv. Oder nicht so aktiv. Sophie beschwert sich immer, weil bei ihr das Feld komplett voll ist und alles. Aber also, eigentlich sollte man in dem Level noch nicht babbeln müssen. Eigentlich nicht.
Ja, ich habe gerade alle Geschenke eingesammelt. Ich muss mich mal wieder mehr mit beschäftigen, weil eigentlich mache ich es ja gerne. Eigentlich ist es ein Therapiespiel. Eigentlich ist es wirklich ein Therapiespiel. Und ich esse seit anderthalb Stunden, esse ich mein Frühstück. Das war ja langsam essen, aber so langsam. Ja, macht mal schneller. Achso, nee, ich darf es nicht beschleunigen, das verfälscht die Zeit. Du hast auch noch genug Platz, ja. Ja, es ist immer nicht ganz ohne mit dem Platz, aber weiß nicht. Also am Anfang ging es eigentlich. Also klar, es war immer so ein bisschen, ne? Aber trotzdem ging es irgendwie. Es gab immer Sachen, die ich dann löschen konnte. Also ich habe bei ihr auch gesehen, da waren noch Chests auf der Karte. Schmeiße weg, du kriegst genug neue und du brauchst sie eh nicht. Du brauchst sie irgendwann für Aufgaben mal. Oder vielleicht, weiß ja nicht, wie die neuen Aufgaben jetzt sind, für die alten hat man es gebraucht. Aber dann kriegst du immer noch ganz, ganz schnell neue. Braucht man nicht aufheben, den Müll. Aber bei mir ist halt immer zu alles voll. Also, das fände ich halt echt geil, wenn es wirklich mal so richtig, richtig, richtig Platz gäbe. Nicht schlecht. So, letzte Erdbeere. Wegdammeln. Rein in die Futterluke und weg damit. Wie viele Kalorien hat das Scheiß? Weiß ich nicht. Nachrichtenanfrage. Wow. Hello, my dear. I'm aware of your exceptional gaming skills. Do you like these girls? No. Because I am a girl. What the heck? Ignore. Was sind das für Anfragen? Hast deine wichtigen Sammlungen der sinnlose Rest wird entsorgt? Ja, wenn der sinnlose Rest wirklich sinnlos ist, okay. Wenn es nur für dich sinnlos ist und man aber eigentlich schwer rankommt, ist es blöd. Es gibt halt Sachen, an die kommt man sehr leicht und es gibt Sachen, an die kommt man nicht sehr leicht. Aber ja, es gibt auch viele Ketten, die sind relativ sinnlos. Ich habe mich am Anfang auf leicht zu erstellende Wunder konzentriert. Also, ich habe wirklich ganz Buschwunder. War das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe als Erstes ein Buschwunder gemacht, davon habe ich 3, 4, 5 gemacht, keine Ahnung. Ich habe die auch noch alle. Oder nicht alle, aber ich habe noch sehr, sehr viele davon. Warte mal, wo habe ich denn die hin? Da habe ich die echt mal gelöscht, aber ich dachte, ich hätte die aufgehoben. Ja, aber wenn ich sie da nicht habe... Ja, ich hatte die mal unten gelagert. Nee, das sind sie nicht. Warte mal. Ja, habe ich die echt gelöscht, ja? Das kann schon sein. Wäre ein bisschen komisch. Eigentlich habe ich alles aufgehoben. Aber da ich sie nicht mehr finde. Weird. Aber scheint, als hätte ich sie gelöscht. Also, die hier. Die Ruinen des Himmelspalastes. Was bringen eigentlich Wunder? Wunder bringen erstmal Belohnungen unterschiedlich. Je nach Wunder unterschiedliche Belohnungen. Die bringen Eier, Nester, was weiß ich was. Kannst du mal auf YouTube kannst du mal eingeben. So von wegen Wunder. Tralala. Hohen Rankenwunder bringen echt geile Nester. Und bringen halt immer wieder diese Blumen, deswegen sind die geil. Wunder werfen in der Regel
alle 10 Spielstunden was ab. Alle 10 Spielstunden kann man die antippen und sie werfen nochmal ein Ei oder ein Nest oder so ab. Deswegen stehen meine Wunder hier draußen. Siehst du, der hat gerade irgendwas abgeworfen. Deswegen stehen meine Wunder hier draußen, damit ich die antippen kann. Ich weiß gar nicht, was der jetzt abgeworfen hat. Vielleicht nur irgendein Ei oder so. Ach, keine Ahnung. Aber alle 10 Spielstunden bringen die was. Nicht jedes Wunder bringt gleich viel. Achso, mein Midas-Baum. Warte. Habe ich wirklich den Stufe 7? Also Stufe 6 habe ich auf jeden Fall. Ja, doch, Stufe 7. Stufe 7. Oh. Warte. Ne, ich kann nicht reinzoomen. Es ist zu weit aus dem Feld. Stufe 7 ist da oben eingepackt. 2 Stufe 7. Ah, guck mal, wofür habe ich eigentlich Discord? Haustierfotos. Da kann ich das doch posten, wenn ich es hübsch finde. Tada. Mein Mr. Nice Guy. Ja, wie gesagt, es kommt auch immer darauf an, worauf man sich konzentriert oder nicht konzentriert. Also ich habe mich am Anfang hauptsächlich auf ein paar Wunder konzentriert, weil ich diese leichten Wundereien vollkriegen wollte. Dann habe ich eine Zeit lang mich auf die Bodenranken konzentriert, weil das einfache Wunder waren, die viel abgeworfen haben und die mir auch danach noch regelmäßig was bringen. Weil das tatsächlich das einzige Wunder ist, das von alleine was abwirft. Also diese Blume, die es immer abwirft, das macht es alle paar Minuten. Das machen die anderen Wunder nicht. Die anderen Wunder kannst du nur nach 10 Spielstunden antippen und dann was rausbekommen. Das ist wie mit den Eventgegenständen, die man hier immer bekommt. Hier Blumen, Blutmondpflanze in dem Fall. Die wirft am Anfang 4 spezielle Eier ab. Ist immer geil mit den 4. So ärgerlich. Und ein Eventgegenstand, ist ja egal. Und dann kannst du die auch alle 10 Spielstunden, meine ich, antippen. Und dann wirft die wieder einen Eventgegenstand ab. Und aus dem Eventgegenstand wird dann entweder ein Lebensorb oder ein leuchtender Obstbaum, genau. Nee, leuchtender Drachenbaum, nicht leuchtender Obstbaum. Also ein Orb oder ein leuchtender Drachenbaum. Und du kannst den aber auch liegen lassen, warten, bis du 3 hast oder 5 hast. Kannst die merchen zu einem Level 2 Eventgegenstand. Und dann kommt was Besseres raus. Es ist auch nur ein Orb oder halt ein leuchtender Drachenbaum, aber halt ein höheres Level. Weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Bei mir hat sich das seltenst gelohnt. Mondruhen sind geil. Ich weiß nicht, wie oft ich früher mein Feld leer hatte und nur Mondruhen reingeballert habe. Dann habe ich eine ganze Zeit lang für mein Münzlager das gemacht. Also ich habe halt meine Münzlager gebabbelt und habe mir immer nur Level 1 Münzlager gekauft, weil alles andere ist idiotisch. Genauso habe ich es mit meinem Steinlager gemacht, meine Steinlager alle entsorgt und nur Level 1 gemacht und auch meinen Drachenhäusern. Also bei allen dreien macht es keinen Sinn, höher levelige zu kaufen oder Level 1 zu kaufen, wenn der Preis gestiegen ist. Weil wenn man die nämlich babbelt, falls der Fehler nicht behoben ist, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Wenn man nämlich alle Sachen babbelt, die man hat, also wenn ich alle Münztruhen babbel, bis auf die mit dem niedrigsten Level, sagen wir mal, mein niedrigstes Level ist wirklich 1, und ich habe auch nur so viel, ne, die Münzen fallen raus, ist egal, Level 1, ja. Dann kann ich Level 1 Münztruhen wieder zum Originalpreis kaufen von 5 Münzen oder so ein Scheiß. Also halt wirklich zum billigsten. Da muss ich nicht 1000, 2000 oder sonst was ausgeben. Die werden nur billiger, wenn du die, die du hast, einbabbelst. Also war damals so. Wie gesagt, es kann sein, sie haben es behoben. Aber damals war das so. Und dann haben das alle so gemacht. Dann hast du halt immer... Also, was weiß ich, du hast 1000 Münzen und hast ein Münzlager von 50. Hast du alle Münzlager gebabbelt, dann hattest du ein Münzlager noch da stehen, das mit 50 halt voll war. Und die übrigen 950 Münzen, die lagen auf einem Haufen daneben. Das macht ja nichts. Das war halt dann ein Münzhaufen. Das hast du aber gemacht, weil du dann mit den 50 Münzen wiederum 10 Level 1 kaufen konntest. Und dann hast du aber wieder babbeln müssen. Deswegen war es am einfachsten, wenn du deine Insel wirklich frei hattest. Und natürlich möglichst viele machen konntest, weil du hast dann immer die 50 Münzen eingesetzt für die Level 1, dann hast du ganz schnell über den Münzhaufen die 50 wieder aufgeladen, hast wieder die Level 1 zugeballert und so weiter und so fort. Das muss man aber deswegen so schnell machen, weil sobald die Drachen die Münzlager gebaut haben, erhöht sich der Preis wieder. Aber ja, also ist eigentlich ganz witzig. Gibt es aber, glaube ich, auch tausende von Videos zu. Ich muss echt nochmal gucken, wie die YouTuberin hieß, die das gemacht hat.
wo ich damals auch immer geguckt habe. YouTube Merch Dragons. Da gibt's eine, die macht es halt schon ewig. Ja, genau, Toasted Gamer Boutique. Ja. Also bei Toasted Gamer Boutique habe ich echt viel geguckt. Ja. Nur Event habe ich dann nicht geguckt, weil das, was Toasted Gamer Boutique im Event macht, das ist mir manchmal ein Rätsel. Das ist so, boah, so zäh. Aber zum How to Bubble oder so war das schon ganz gut. Mir ist immer noch kalt. Ja, jetzt sind wir schon 20 Minuten dabei. Ich würde sagen, jetzt gerade mal die Hälfte gemacht. Also so 30, 40 Minuten dauert es halt schon, bis das voll ist. Die Leute ärgern sich auch immer, der erste und der zweite Drache, den man bekommt, hier der, ist immer ein schnellerer Drache. Und bei den ersten Drachen gibt es unterschiedliche. Da gibt es auch welche, die ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer sind. Sie sind nie so schnell wie der zweite Eventdrache. Aber der blaue ist, glaube ich, einer von der ganz langsamen Sorte. Da regen sich immer alle auf und sagen, warum der schon wieder? Mach den weg. Ich kann ja mal nicht in die Kamera gucken, wenn ich das mache. Wenn ich so mache, denke ich mir, Alter, was sind das für Übelste? Die habe ich gar nicht. Die gibt's denn echt gar nicht. Warum zeigt er das so an? Ja. Ich kann derweil mal auf mein Tablet gucken und mich mal trauen, Summoner's War zu starten. Ja, mach mal hier Start. Was ist denn hier Lautstärkeregelung? Lautstärke ist runter. Komm, du hast. So, Helligkeit können wir ein bisschen runterregeln, ne? Google Maps fragt mich, wie es bei meinem Bruder im Büro war. Aha. Ja, darfst auf alles zugreifen, wie immer. Ich bin 16 Jahre oder älter. Ich bestätige das. Wähle einen Server. Europe. Ich würde mich gerne einfach einloggen. Downloadgröße 3669 MB. Ja, dann lad die mal runter. Mach das, machst ja kein Problem während des Streams. Alter. Einfach mal 3,5 GB runterladen. Tu dir keinen Zwang an, Tablet. Also spätestens in 20 Minuten mache ich hier aber Schluss. Egal, ob die hier fertig sind oder nicht. Boah, ey, ich muss mal wieder E-Mails löschen. Das ist ja so schlimm. Aber ich habe mir mittlerweile antrainiert, dass ich die E-Mail-Benachrichtigungen auf meinem Handy nicht mehr wegwische. Ich lasse sie stehen. Damit ich sie wirklich löschen kann. Weil aus der Benachrichtigung raus kann ich halt auch löschen. Und das ist teilweise für mich angenehmer, als es im E-Mail-Programm zu löschen tatsächlich. Deswegen
lösche ich die Meldung nicht mehr einfach so raus, sondern lösche dann gleich die E-Mail. Ganz brav. Eine nach der anderen. Ich kann mich da halt eher zu überwinden, als im E-Mail-Programm da reinzugehen und das zu machen. Zack. So, alle Meldungen wieder auf Null. Was sagt denn die Chess heute mit Tagesaufgabe? Da fehle ich ja ein um den anderen Tag. Ich bin so dumm. Jeden Tag versaue ich diese Tagesaufgabe. Besser Zug für Weiß. Ey, das ist ja wieder eine, das ist ja wieder eine Stellung. Hä? Okay, ich kann das machen, aber das bringt mir nichts, wenn man macht das. Das bringt mir auch nichts. Das ist tricky. Ich hasse diese Tagesaufgaben. Die sind mir echt zu schwer geworden. Was wäre das denn für eine Kombi? Nee, das kann ich nicht machen. Ich will meinen Turm nicht verlieren. Das wäre creepy, creepy Step. Immer witzig, wenn ich da nicht weiß, was ich machen soll und der erste Gedanke dann eigentlich der richtige war und ich aber 3 Stunden drüber nachgedacht habe und was anderes gemacht habe. Aber warum ist das der richtige? Why? Ja, dann macht er das, dann macht er das, dann mache ich das, dann macht er das, dann bin ich trotzdem der Arsch. Ich bin doch dann trotzdem... Ach so, aber ich habe den. Oh Gott. Ja, ich habe den, I'm sorry. Und ich habe den. Fuck. Fuck, nicht gesehen. Aber ja, wie immer. Ich versause halt die Aufgabe. Egal, egal. So. Wie lange braucht es jetzt hier noch? Wie lange brauchen die Fischers jetzt noch? Es gibt auch bei den Sidequests am Ende nochmal was zu beachten bei dieser Besitzergehaltslandaufgabe. Die kann man nämlich auch noch versauen, tatsächlich. Oh, gut. Lowground, wie sieht es denn bei dir aus? Morgen Abend bzw. Montagabend? Tendenziell wegen Zeit zum Stream gucken. Also abends immer relativ. Ich rede ja immer irgendwo zwischen 17 und 20 Uhr. An beiden Tagen? Meinst du, Not kannst du ja immer VOD nachgucken? Wahrscheinlich am beiden, okay. Also ich guck halt, wie weit es durchläuft. Und werde dann danach entscheiden, wann ich es finishen kann. Wäre schon, wenn ich es morgen machen könnte, wäre schon cool. Dann wäre es los. Dann wäre ich es los. Was erledigt ist, ist erledigt, ne? Achso, jetzt habe ich doch den zweiten Post nicht abgesetzt. Was ist denn nur los mit mir? Ich wollte auf 2 Discord-Servern was posten. Nicht nur auf meinen, auch bei Finn. Finn, Katzenbilder.
So, gepostet. Pflicht getan. Heyday ist heute nichts Interessantes, oder? Das frage ich so blöd. Heyday. Habe ich Events gepostet? Ja, hab ich. Spin the Wheel. Oh, Klopapier. Doch, dann muss ich mal drehen gehen noch. Dann muss ich heute auch noch drehen gehen. Das darf ich nicht vergessen. Oh Mann, der muss immer noch 1,6 GB runterladen. Logron, reicht dir das hier schon, um es auf den Versuch ankommen zu lassen, dass ich es merge, ohne dass es alles remerged? Oder soll ich wirklich warten, bis es voll ist? Ja, ich kann auch warten, aber... Ich stelle entweder oder Frage und als Antwort kommt nein. Das ist nicht sehr hilfreich. Warten? Achso, du brauchst Unterhaltung. Achso. Ja, MotoGP läuft eh noch nicht. Ist noch Vorgeplänkel. Geht schon, dann kann ich schon noch laufen lassen. Aber wie gesagt, also möglichst an einem großen, freigearbeiteten, zusammenhängenden Stück merchen, dann passiert es nicht ganz so oft. Ist es super ärgerlich, wenn es passiert. Noch ärgerlicher ist, wenn es doppelt und dreifach passiert. Auch das kommt vor, weil dann verliert man wirklich ein bisschen was. Aber in Summe auch alles kein Weltuntergang. Ich muss auch gestehen, ich finde die Endphase nerviger als die Anfangsphase. Die Endphase nachher, die stresst mich eigentlich mehr mit diesen, mit den Eventpunkten hier für die Belohnungen. Die stresst mich wirklich mehr. Hey, gehst du mal wieder arbeiten hier? Kackdrache. Aber eigentlich, wenn ich es unterm Strich betrachte, also es ist jetzt eine Stunde 15. So, am Ende brauche ich auch eine Stunde 15 bis eine Stunde 30. Das heißt, ich brauche 2,5, maximal 2, 3 Viertel Stunden für das gesamte Event. Also, ja, die Zeit dazwischen, ne? Obsolet, aber... Ich finde, das ist okay. Ich finde, das ist okay, der Einsatz für das, was rauskommt nachher. Ich weiß nicht, wie die Belohnungen auf Stufe 2 sind. Der ist halt echt süß hier. Auf den freue ich mich. Das Witzige ist ja auch, es reicht ein Level 10 Event-Gegenstand, um oben alle Belohnungen zu bekommen. Es gab mal lange die Diskussion, und ich habe es immer noch nicht geschafft, mich mal zusammenzureißen, um mal nachzufragen, ob das immer noch so ist. Es gab mal lange die Diskussion und das Problem, dass einzelne Spieler andere Punkte hatten bei den Belohnungen. Also die haben am Anfang auch 3, 15, 250, ja was es ist, scheißegal, gebraucht. Aber gegen Ende haben sich die Punkte bei denen geändert. Dann haben die andere Punkte gebraucht als andere Spieler. Was dazu geführt hat, dass einige Spieler 2 Level 10 Eventgegenstände machen mussten und einige nur einen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Also die, die 2 machen mussten, bei denen hätte auch ein 10er und 2 9er und ein 8er, glaube ich, gereicht. Aber trotzdem ist es ein Wahnsinnsunterschied. Also ganz ehrlich, einen zweiten 10er, da würde ich in der Endphase stundenlang dran sitzen, das wäre es mir auch nicht wert. Es wäre es mir nicht wert für die letzte Belohnung, die dann fehlt. Aber das Problem gab es mal. Und da kam die Diskussion auf, ob das mit dem Level des Portals zusammenhängt. Dass wenn du ein bestimmtes Portal-Level erreicht hast, dass sich dann quasi die Punkte erhöhen und es schwieriger wird, alle Belohnungen zu bekommen. Das kann natürlich sein, dass es sogar Absicht war vom Spieleentwickler. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du mit deinem Sternrang immer, das ist der hier oben, oder? Wie gesagt, das System haben sie komplett überarbeitet. Ich habe da komplett einen Überblick verloren, weil es war früher ganz anders. Ganz, 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 ganz anders. Um die habe ich mich ja noch gar nicht gekümmert, um die Popelaufgaben hier. Da gab es früher, statt dem hier, gab es früher hier links auch so Aufgaben wie jetzt hier im Event, aber halt auf der Insel. Die erforderlichen Daten werden geladen. Da steht doch aber es vollständig. Wann kann ich das jetzt starten? Ah, ich kann mal hier Strom rausziehen. Ah, warte mal. Mal mein Huawei versorgen.
Ja, aber um sie nebenher zu erledigen, musste sie halt lesen. Und ich lese sie nicht mal. Ich mache ja nichts. Ich mache ja einfach nichts. Ich spiele nicht. Ich bin nicht auf der Landkarte. Ich bin nicht im Camp. Ich spiele nicht. Und wenn du nicht spielst, kannst du es auch nicht nebenher machen. Und wenn du es nicht liest, erst recht nicht. Wenn man die Aufgaben mal liest und weiß, was man machen muss, dann ist das super easy zu erledigen. Ich meine, ein bisschen Drachen merchen oder hier im Event irgendwas antippen. Ja, so what? Aber ich lese es halt gar nicht erst. Ich mache das mit denen quasi so, wie du mit den Sidequests im Event. Nur, dass mir dadurch nichts wegläuft, weil ich kann das nachholen. Spiel starten. Macht er jetzt hier... Der macht jetzt aber nicht von vorne, oder? Mit Intro und so. Ich möchte mich gerne sofort mit Hive verbinden. Ist das möglich? Ich will kein zweites Mal Chronicles anfangen. Ja, vielleicht doch, aber... Nee, eigentlich nicht. Alter, ist das gut! Ist das gut! Der hat sich automatisch mit meinem Konto eingeloggt. Wie geil ist das? Ja, dann ab in den Autofight. Let's go! Das ist gut. Der hat sich automatisch mit meinem Hive-Konto verbunden. Wahrscheinlich, weil Summoner Sword das Original noch drin ist und ich da auch mit Hive verbunden bin. Aber geil. Echt geil. Soll mir recht sein. Oh, wie lange dauert denn das? Ich muss es ein klein bisschen beschleunigen. Ich muss die Blume nochmal verrücken. Weil in spätestens 10 Minuten ist hier Schicht im Schacht. Dann muss ich MotoGP gucken. Lass fallen. Ist geil, wenn du die Blume runternimmst und die ans andere Ende laufen, weil sie es gerne oben ablegen wollen. Ja, nee, bitte nicht. Alle erledigen, alle abschließen. Du folgst, nicht durchsuchen, du folgst. Wer ist online? Wer ist online? Kein Kanal ist online. PewDiePie. Habe ich nicht im Dings. Ist aber online. Egal, PewDiePie habe ich sogar schon mal gehört. Siehst du mal? Gibt mal einen Streamer, den ich schon gehört habe. Nächste Woche Dienstag und Mittwoch kommt ein LKW-Landerweiterung-Event. Nee, klar. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich mal was gesehen hätte. Auch nicht beim Liste erstellen oder so. Mit Landerweiterung für 2 Tage. Das neues Land kommt. Ja, neues Land. Nee, ich weiß nicht. Prinzipiell okay. Aber noch mehr Klopapier. Weißt du? Noch mehr Klopapier. Ganz ehrlich, das können sie sich alles in den Arsch stecken. Also neues Land und noch mehr Klopapier, neue Reservattiere für noch mehr Puzzleteile, noch mehr irgendeinen anderen Scheiß für noch mehr Gutscheine. Das können sie sich alles sonst wohin stecken. Da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich einfach keinen Bock drauf auf den Mist. Ja, weil das einfach alles scheiße ist. Weil das alles nur Geldficherei ist. Ich hätte gerne irgendwas in diesem Update, was nicht danach klingt, dass man irgendwie Geld bezahlen muss, nur damit man irgendwas davon hat. Ich meine, Robin hat gesagt, es ist ein Update für alle. Nicht nur für High Level, es ist ein Update für alle. Also bin ich echt gespannt, was genau an dem Update der Teil für alle ist. Weil der Baum ist mit Sicherheit kein Teil für alle, die Maschine ist nichts für alle, eine Landerweiterung wäre nichts für alle, neue Zootiere ist nichts für alle. Was? Wo ist der Teil in diesem Update, der für alle ist? Auf den warte ich leider noch. Ja, es gibt so viel, was man verbessern könnte. So viel. Lagert diese scheiß Scheunen und Silo-Tools aus. Macht was am Angelbereich, dass man wirklich parallel gescheit Enten, Hummer und angeln kann. Macht irgendwas, macht was Sinnvolles. Macht was mit den Molkereiprodukten. Es gibt halt genug, was du tun kannst, was den Leuten wirklich hilft und was das Spielprinzip nicht kaputt macht. Was es nicht zu einfach macht, wie sie dann immer als Begründung bringen. Wir wollen weiterhin, dass das Spiel eine Herausforderung für unsere Spieler ist. Ja,
Es gibt einen Unterschied zwischen Herausforderung und Ärgernis. Ich wäre ja auch mal dafür, dass Rosie nicht nur das ganze Zeug verbraucht, sondern gefälligst auch anpflanzt. Die soll das bitte auch anpflanzen. Und wenn sie schon dabei ist, soll sie bitte gleich noch in den Angelbereich hüpfen und da meine Netze einholen und wieder auswerfen oder was weiß ich was. Meinetwegen können Rosie und Ernie dafür auch noch irgendeinen Burschen anstellen. So ein, ne? Kriegt halt Tom noch, weiß ich nicht, eine Anna. Meinetwegen können wir noch eine Anna einstellen, die dann meine Fische abholt. Ist mir egal. Es gibt Milliarden sinnvolle Dinge, die man in Heyday ausarbeiten könnte und verbessern könnte. Ach, die, ganz ehrlich, die Produktionszeiten von Marmelade, das ist ein Witz. Das ist ein Witz mit diesen Produktionszeiten. Wenn du überlegst, für was du Material, für was du Marmelade dann im Laufe des Spiels, also ich merke es ja jetzt schon in Level 98, für was du Marmelade schlussendlich alles brauchst. Ich meine, du hast Produkte, die brauchen 25 Minuten und da sollst du Marmelade reinballern. Ja, die Marmelade dauert aber 7 Stunden. Was bringt mir das, dass das Produkt in 25 Minuten fertig ist, wenn ich mit den Zutaten für das Produkt, also in gar keiner Relation stehe, in gar keiner. Ich sag nur Friteuse. Meine Friteuse steht immer mal wieder still, weil die Zutaten, die ich dafür brauche, einfach in Summe so viel länger brauchen, als das Zeug in der Friteuse. Keine Chance. Ja, das ist es ja. Du kommst nicht nach. Und es kann nicht Sinn und Zweck sein, dass ich mir 3 Millionen Farmen zulegen muss und alles parallel produziere. Es muss einfach möglich sein, dass ich mit meiner einen Farm kontinuierlich vernünftig spielen kann. Wie gesagt, ansonsten, ne, kommen wir ganz schnell von Herausforderung zu Ärgernis. Wer dann die Ambition hat zu sagen, er macht halt 500 Farmen, ja, so what, mach halt. Mach halt. Aber die Zeit und die Nerven hat halt auch nicht jeder. Wir reden da nicht nur von Free-to-Play-Spielern. Also es gibt auch Spieler, die zahlen und trotzdem keinen Bock haben, sich den ganzen Tag damit zu befassen und auf 500 Accounts rumzuhüpfen. Mal gucken, wie mir der gefällt. Ich überlege gerade noch wegen Raid. Ich habe keine Worte mehr, Leute. Kuss alle. Da der ist gut. Auch, das ist halt der schlimme Quali zu. Der ist gut. Da habe ich YouTube-Video geguckt. Ja, den kann ich raiden. Nice. Nice guy. Okay, ich habe jemanden zum Raiden. Das ist gut. Aber erstmal müssen wir noch die letzten Felder hier abdecken jetzt. Müssen wir jetzt noch voll kriegen. Wer denn? Mitsuru? Ich werde Mitsuru raiden. Oh shit. Ich werde Mitsuru raiden, der gerade Summoner's War Chronicles macht. Nee, das geht. Für euch geht's eh nur um die Kanalpunkte. Ich weiß doch, wie es ist. Ich springe ja bei Raids auch immer gleich danach wieder raus, weil. Was soll ich damit? Was soll ich damit? Wie oft landet man bei Leuten, die man nicht leiden kann und nicht kennt? Das ist halt so. Und wie oft lande ich bei irgendwelchen Frauen im Stream und denke mir so, will ich nicht. So, wie viel haben wir denn noch da oben? Noch so ein paar. Kommt auf den Stream an. Ja, also bei mir ist es wirklich so, es gibt ganz, ganz selten Streamer, bei denen ich dann hängen bleibe. Es gibt welche, bei denen lasse ich ein Follow da, weil sie sympathisch sind, ist okay, aber trotzdem gucke ich die dann nicht.
ich gucke auch zu wenig. Also ich habe da viel zu wenig Muße und Zeit, regelmäßig Streams zu gucken, ehrlich gesagt. Da muss schon viel zusammenpassen. Also da muss schon der Streamer sehr sympathisch sein und das Spiel für mich halbwegs interessant sein. Oder was heißt halbwegs interessant? Das Spiel muss gar nicht interessant sein. Wenn der Streamer unterhaltsam genug ist, dann muss das nicht sein. Ja, das mit den Kindern, ich krieg's nicht geschissen. Ich krieg's einfach gerade echt nicht geschissen. Ich weiß nicht, wann ich es jemals geschissen krieg, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht mal ansatzweise hin, mich hinzusetzen. Keine Ahnung. Ich kann dazu nichts mehr sagen, leider aktuell. Außer, dass ich es nicht geschissen krieg. Ah, shit. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich den Salat. Jetzt habe ich den Salat. Warte. Problem gelöst. Problem gelöst. Das war aber haarscharf. So. Wie viel haben wir denn noch? Jetzt geht's doch schon wieder los. Wie oft soll mir das jetzt noch passieren? Okay, es passiert mir jetzt zu oft. Ja, ich merge jetzt auch. Das passiert mir jetzt zu oft. Wo habe ich denn jetzt den hingeworfen? Da. Also, hier unten merge ich nirgends, weil hier unten wird es schief gehen. Da unten wird es definitiv schief gehen. Dafür sind die Gänge zu eng. Ich muss es hier oben machen. Na, guck mal, die habe ich auszusehen freigeschaltet währenddessen. Deswegen mache ich es hier auf dem möglichst großen Feld. Zack. Nichts passiert. Siehst du? Und es sind jetzt so viele blaue, ich habe jetzt auch keinen Bock, die zu zählen. Passt schon. So, aber da muss ich jetzt kurz durchgucken. Das sind 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Das sind tatsächlich, die sind durch 5 teilbar. Ja, also der Stapel ist durch 5 teilbar. Deswegen kann ich die auch wieder merchen, kein Problem. Tada! Und das geht nicht mehr, das, also das siehst du irgendwann auf einen Blick. Die 10 da unten. Da habe ich noch einen 5. Achso, nee, das wollte ich nicht. Dann können wir da 5 machen. Dann die blauen darüber. Rot hier runter. Die können weg. 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 Das Ding. Ah, weiß ich auch nicht, wo das herkommt hier. Machen wir da hin. Die Blume schieben wir den wieder da hoch. Und die Orbs mal in die Nähe, weil die ja immer in die Nähe der Orbs ablegen. So, und dann können die wieder laufen. Also, das passiert mir eigentlich nicht mehr wirklich so oft, dass es automatisch weiter mercht. Das ist tatsächlich der Einzelfall. Aber immer auf einer möglichst großen, freien Fläche machen. Nicht da, wo es verwinkelt ist, wo es eckig, kantig, eng oder sonst, oder belegt ist, oder... Ja, you know what I mean, denke ich. Mal schnell hier den Ton bei Mitsuru wieder an. Musik aus. Das ist meine Motivation, okay. Ich geh mal kurz kaltes Wasser für dich machen. Raid. Raid. Mitsuru. Unterstrich. Leute, wisst ihr, was Cosmo schreibt? Und dann bin ich morgen oder Montagabend mit dem Ende vom Event wieder da. Ob ich dazwischen noch was anderes mache, weiß ich nicht. Tendenziell eher weniger, weil das Tablet ja aktuell blockiert ist. Aber we will see. Aber danke, dass ihr da wart. Schönen Tag euch noch, euch beiden. Und auch wem, wer auch vielleicht sonst noch da war oder nicht da war. Ich guck mal schnell, war noch jemand da? War jemand Interessantes da? Ja, Emi. Schönen Sonntag, Emi. Ciao, ciao. Dauert eh wieder ein paar Sekunden, bis der Raid durchgeht. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Lass mal Liebe bitte für ihn da. Er sagt 25 Euro Giveaway für die Community, wenn wir durchziehen. 25